Also, das mit der Flucht aus der rauen Wirklichkeit, das ist keineswegs ein Zeichen unserer Epoche. Das hat es schon immer gegeben. Auch in der Zeit, in der unser Stück spielt. Nur war man damals vielleicht unschuldiger. Noch nicht ganz so abgebrüht. Aber auch wenn Ihnen die Kostüme und die Frisuren ganz hochmodern vorkommen, vergessen Sie nicht, dies ist ein Kostümstück. Und zwar wurde es vor 50 Jahren geschrieben von Noel Coward, der nichts anderes wollte im Leben, als die Menschen zu amüsieren. Weinbefleckte Menade, zerrst an den Brüsten der Pubertät, saugst, reißt, brüllst, es ist schade, dass Gott sein Geschöpf so verrät. Die arme Person hat sie nicht alle. Und ich soll dir noch irgendwas Nettes über ihr Werk sagen. Der Einband ist prächtig. Prächtig. Dabei war sie wirklich ein lieber Kerl, bis sie diesen grässlichen Menschen geheiratet hat. Unsinn. War schon immer so verquast. Warum muss sich so eine auch artistisch gebärden? Im Grunde ist sie eine normale, stramme Britin. Manchmal wünschte ich, wir wären normaler. Wieso? Es wäre so beruhigend. Nur für die anderen. Wahrscheinlich. Wo ist Mama? Im Garten. Sie übt. Was? Sie lernt die Namen von allen Blumen auswendig. Ich hab sie nicht alle. Ich auch nicht. Ich finde es immer sehr verdächtig, wenn sie die Landedelfrau spielt. Ich auch. Außerdem hat sie an das Barometer geklopft. Also will sie jemanden beeindrucken. Aber wen? Irgendeinen düsteren, verliebten Jüngling, der wird bald auftauchen. Verlass dich drauf. Doch nicht heute! Ich weiß nicht. Papa irgendwas gehört? Nein, aber der ist doch mit seinem Roman beschäftigt. Dann vielleicht Clara? Ruf sie! Clara! Clara! Aber Simon, sie wird doch nicht ausgerechnet heute jemand eingeladen haben. Wieso? Hast du? Ja. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Als ob dich das interessieren würde. Wer ist es? Richard Gratham. Schön, wer ist denn das? Ein Diplomat, aber einer von den ganz Bedeutenden. Ich habe ihm schon gesagt, dass er bei uns keine sehr guten Manieren erwarten kann. Aber trotzdem, Simon, ich hoffe, du nimmst dich zusammen. Ich habe noch nie einen Diplomaten kennengelernt. In der Gattung sind sie mir sehr verdächtig. So falsch und glatt und scheißfreundlich. Du könntest ruhig von ihnen was annehmen, würde deiner Persönlichkeit keinen Abbruch tun. Bringt ihr seine Akten mit? Was für Akten? Ja, irgendwelche. Diplomaten ohne Akten sind keine Diplomaten. Solltest deine Zynismen auf deine Karikaturen beschränken. Und du solltest eine Backfischschwärmerei in London lassen, sie nicht deiner wehrlosen Familie aufhalsen. Ich werde ihn dir vom Hals halten, wo immer ich kann. Amen. Clara, hat Mama jemanden übers Weekend eingeladen? Ich weiß nicht, Bübchen. Wir haben nicht viel zum Essen da. Und Emi hat Zahnschmerzen. Ich habe irgendwo Möhrentinktur. Hat sie schon versucht, sich aber nur die Zunge verbrannt. Du hast doch nicht die Blumen fürs japanische Zimmer vergessen. Das japanische Zimmer ist ausgesprochen feminin, völlig ungeeignet für den Darling aus dem Foreign Office. Halt deinen Schnabel, Simon. Das Zimmer sieht ganz reizend aus, Herzchen. Wie Mamas Garderobe nach der Premiere. Wie anheimelnd. Hast du dir schon von deinem neuen Boyfriend erzählt? Er ist kein neuer Boyfriend. Aber was denn sonst? Clara, ich habe das Gefühl, Sarah schämt sich unseretwegen. Naja, kann man ihr nicht übel nehmen. Wir sind ziemlich kreti-pleti. Willst du dein Gemälde auf dem Gästeklo hängen lassen, Bübchen? Die nackten Damen im Erdbeerbeet. Nacktheit kann sehr schön sein, Clara. Also, wenn man so lange Garderobiere war wie ich, denkt man ein bisschen anders darüber. Kreti-pleti, mir wäre es lieber, wir wären es nicht. Ist das so wichtig? Ja, für die anderen. Ist nicht unsere Schuld, wir sind so erzogen worden. Wenn wir gescheit genug sind, das einzusehen, müssen wir es auch ändern können. Wenn wir es wollen, aber wollen wir es? Wir haben so schrecklich schlechte Manieren. Nicht, wenn wir jemanden mögen. Die wir mögen, lassen sich's gefallen, weil sie uns mögen. Wir kümmern uns nie um unsere Gäste. Es ist widerwärtig, wenn sich jemand um einen kümmert. Haben wir je einen Gast gefragt, ob er gut geschlafen hat? Also eine derartige Frage wäre der Gipfelpunkt der Indiskretion. Ich jedenfalls werde mich bessern.
wirst du nur, weil du einen plötzlichen Anfall von Diplomatitis hast. Hm. Wirst bald wieder normal werden. Normal? Wir sind nicht normal, verstehst du? Die Leute erstarren zu Salzsäulen, wenn wir etwas sagen, was wir für ganz normal halten. Wir sehen die Dinge eben anders. Wem es nicht passt, der kann uns. Simon, du siehst so schmutzig aus. Was hast du nur getan? Mich wenig gewaschen. Ganz schlecht für die Haut, wenn man so viel drauf lässt. Clara sagt, Amy hat Zahnschmerzen. Möhrentinktur in der Hausapotheke. Wer ist Amy? Die Küchenhilfe. Ah. Simon, diese Dinger hier, das ist doch Rittersporn. Nein, Mama, Rittersporn ist lang und blau. Das sind Chrysanthemen. Aha. Aber die kleinen rosa-roten da draußen im Garten, die heißen wie ein amerikanischer Millionär. Rockefeller? Nein. Nein. Astor. Astern. Sag doch Astorn. Ja, hoffentlich hat Clara nicht das japanische Zimmer vergessen. Das japanische Zimmer? Ja, ich habe ihr gesagt, sie soll Blumen in alle Vasen tun und sie soll Simons schmutzige Wäsche aus dem Schrank nehmen. Dasselbe habe ich ihr gesagt. Warum? Ich habe Richard Dretham übers Weekend eingeladen. Du hast dich unterstanden. Er ist ein Diplomat. Umso schlimmer, man muss ihm sofort absagen. Das ist jetzt zu spät. Dann wird Clara ihm sagen, wir hatten einen Todesfall in der Familie. Das glaubt dir kein Diplomat. Außerdem, ich will ihn hier haben. Und das sagst du mir so in letzter Minute so en passant? Dass du einen wildfremden Menschen zum Wochenende eingeladen hast? Das wäre nicht das erste Mal. Und wo soll er schlafen? Im japanischen Zimmer. Da schläft Sandy Turrell. Sandy wer? Sandy Turrell. Warum hast du nichts davon gesagt, Mama? Seit Tagen ist Sandy Turrell mein einziges Gesprächsthema. Es können nur Selbstgespräche gewesen sein. Und wer soll das sein? Gut, das ist ein bezaubernder junger Mensch, der ein bisschen in mich verliebt ist. Nein, nicht in mich, sondern in meinen Ruhm als größte lebende Schauspielerin. Das kann ich ja wohl sagen, ohne zu übertreiben. Gib mir so ein herrliches Gefühl der Geborgenheit. Mama, glaubst du nicht, es ist Zeit, mit diesen Scherzen Schluss zu machen? Möchtest du mir verraten, was du unter diesen Scherzen verstehst? Du weißt ja gut, was ich meine. Du erlaubst dir, mich zu kritisieren. Du solltest darüber hinweg sein, alberne Jünglinge zu ermutigen, nur weil sie deinen Ruhm anhimmeln. Ich gestatte niemandem einen Kommentar darüber, außer mir selber. Ich erwarte von dir, dass du dich als meine Tochter benimmst, nicht als meine meckernde Tante. Ach, das ist alles so zweitklassig. Warten wir erst mal ab, ob dein Diplomat so erstklassig ist. Verzeihung, das ist ja wohl was anderes, ja? Wenn du damit sagen willst, dass grüne Backfische ein Monopol auf Liebesaffären haben, dann erachte ich es für meine mütterliche Pflicht, dich eines Besseren zu belehren. Aber Mama, schau, das ist doch alles... Wenn man dich hört, möchte man glauben, ich bin 80. Aber das kommt davon, wenn man seine Kinder wie seine jüngeren Geschwister behandelt. Es hat sich herumgesprochen, dass wir deine Kinder sind. Bloß, weil ich mich idiotischerweise mit euch habe fotografieren lassen, wie ihr noch klein wart. Ich wusste schon damals, das werde ich bedauern. Aber Mama, ist es dir nicht klar? Eine Frau deines Kalibers, die mit jungen Männern herumscharwenzelt. Ich scharwenzle nicht. Ich habe nie in meinem Leben scharwenzelt. Ich bin eine Frau von hohen moralischen Prinzipien. Ganz wenigen Ausnahmen. Und warum soll ich nicht ein bisschen flirten, wenn es mir Spaß macht? Aber es soll dir keinen Spaß mehr machen. Sorry, du wirst immer spießiger. Täubchen mit dem Häubchen, ich hätte dich ganz anders erziehen sollen. Ich gefalle mir, wie ich bin. Und du gefällst mir auch, wie du bist. Du bist ein Schatz. Und ich hab dich sehr lieb. Du bist sehr hübsch. Ich bin eifersüchtig. Wirklich? Mhm. Wie herrlich. Du wirst nett sein, versprich mir, zu Sandy. Kann er nicht in der kleinen Hölle schlafen? Das ist doch ein Athlet! Denk doch mal an die Heißwasserröhren. Wird auch seiner Vitalität schaden. Richards Vitalität ist auch nicht ohne. Ach, der wird das gar nicht merken. Der ist doch an ein tropisches Klima gewöhnt und 6-mal täglich Hemden wechseln für die Geishas in Afrika. Afrika gibt es keine Geishas. Und dieser Richard ist sicher der grauenvollste Langweiler seit Erfindung der Dampfmaschine. Du bist der grauenvollste Snob.
Überhaupt nicht. Mir passt noch nicht bei deinen Boyfriends, den liebenswürdigen Bruder zu spielen. Als wenn du dich je zu einem meiner Gäste, männlich oder weiblich, auch nur einigermaßen höflich benommen hättest. Oh, Kinder, streitet doch nicht. Wie dem auch sei, das japanische Zimmer hat einen betont femininen Charakter. Man sollte nur ein weibliches Wesen dort einquartieren. Also Sandy geht auf im Japanischen. Myra auch. Myra? Myra Arundel. Ich habe sie übers Weekend eingeladen. Simon, du hast was? Sie eingeladen. Sie ist ein besonders amüsantes Mädchen. Das ist nun der Höhepunkt der Gemeinheit. Was wird Richard dazu sagen? Ja, wahrscheinlich etwas, was ihn zu nichts verpflichtet. Simon, du hast wirklich? Ja, Mama, ich habe wirklich. Und das mit gutem Recht. Du hast uns immer erlaubt, in allem frei zu handeln. Bei Myra Arundel platzt die Freiheit aus allen Nähten. Magst du sie nicht? Nö. Sie ist doch viel zu alt für dich. Du weißt ganz genau, ich habe eine Allergie gegen sie. Deswegen hat er auch mit dieser Freudenbotschaft bis zum allerletzten Augenblick gewartet. Jetzt ist es zu spät. Ob sie kommt oder nicht, ist mir doch egal. Ich fürchte, nur Richard wird dir keinen Geschmack abgewinnen. Du fürchtest, er wird dir zu viel Geschmack abgewinnen. Diese Bemerkung war beleidigend, Simon, und sehr geschmacklos. Warum verliebst du dich nicht in ein nettes, junges Mädchen, statt in diesen ausgekochten Vampir? Sie ist weder ausgekocht noch ein Vampir. Ich habe nie gesagt, ich bin in sie verliebt. Ah, er ist verrückt nach ihr. Und sie schnurrt um ihn herum und bewundert seine Zeichnungen. Ja, und du mit deiner Sammlung von abgetakelten Diplomaten? Eine Unverschämtheit. Abgetakelt. Lass das bloß nicht Richard hören. Ich hatte mich so auf ein schönes, ruhiges Wochenende gefreut. Mit Sandy. Als Herzenswärmer. Jetzt das Haus voll mit Streit und fremden Menschen. Nicht genug zu essen? Schlangen vor den Badezimmern. Ich wollte, ich wäre tot. Wegen Myra brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Sie wird unsichtbar bleiben. Und ich nehme Richard den ganzen Tag mit auf die Themse. In was? Im Paddelboot. Ich verbiete dir hiermit ausdrücklich, dem Paddelboot auch nur in die Nähe zu kommen. Außerdem wird es regnen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Papa dazu sagen wird. Der braucht absolute Ruhe, um das neue Ding, wie heißt es, das sündige Weib fertig zu machen. Die wird er haben. Vorausgesetzt, dass dein Sandy so und so sich benimmt. Wenn du nicht liebenswürdig bist zu Sandy, dann werde ich sehr, aber sehr ärgerlich werden. Warum sollst du nur Mama? Immer müssen wir uns auf deine Besuche nehmen. Das ist ein Porzellanpüppchen, müssen wir nicht sagen. Warum macht ihr solchen Krach? Ich werde wahnsinnig. Warum hat Clara mir nicht meinen Tee gebracht? Hier ist er. Heute etwas später. Emi hat vergessen, den Wasserkessel aufzusetzen. Alles wegen der Zahnschmerzen. Na, Mirrentinktur hilft sofort. Wenn noch einmal jemand Mirrentinktur sagt, beiß ich ins Sofa. Wo ist Penelope? Hab sie heute früh im Garten gesehen. Ach, sehr aufmerksam. Aber ihr was zu fressen zu geben, daran hat niemand gedacht. Ihre Schüssel steht auf dem Fensterbrett, wie immer. Aber sie ist nicht gekommen. Sie hat bestimmt Mäuse. Dafür ist sie noch zu jung. Wenn sie nur nicht in den Fluss gefallen ist. Oh, ich wär's ja gleich. Eine Schande. Die uns ins Wasser fallen, das schlaue Luder. Ich höre wohl nicht recht. Also damit wäre mein Bedarf an euch gedeckt. Ich will jetzt nicht gestört werden, ja? Ach übrigens, Simon, mit dem 4-Uhr-Zug kommt eine reizende Person. Holst du sie ab? Sie ist ziemlich albern. Ich möchte sie aber einmal mit unserem Milieu konfrontieren. Sie kann im japanischen Zimmer schlafen. Möchte ich etwas sehr Beruhigendes auf dem Klavier hören? Verflucht, verdammt, verdammt. Was stellt sich Papa eigentlich vor? So eine Schweinerei. Ich brauche nur einen Plan zu machen und sofort funkt mir einer dazwischen. Wenn ich nur mein eigener Herr wäre, mein eigenes Geld verdienen würde. Und statt hier angeschnallt zu sein im Schoße der lieben Familie. Sorry, wenn du so sprichst. Brichst mir das Herz. Mach dich doch nicht lächerlich, Mama. Meine Kinder sind nicht mehr meine Kinder. Ich hab's kommen sehen, ich hab mich immer blind gestellt. Jetzt muss ich den Tatsachen ins Auge sehen. In meinem Alter. Dieses Weekend wird in die Geschichte eingehen. 3 Tage, die Welt erschüttern. Wein doch nicht. Lass mich, ich tu's aus Wut. Sorrow, komm, leg deinen Kopf an meine Schulter. Ach, komm, Simon. Komm. Oder auf die Guillotine.
Richard muss jetzt in der kleinen Hölle schlafen, nur weil Papas grässliche Person ins japanische Zimmer kommt. Es ist das Ende. Mama, was wollen wir machen? Wir müssen alle sehr lieb miteinander sein. Oh nein, Mama, das zieht nicht mehr. Was? Die Masche schön und traurig. Aber ich bin schön und traurig. Du? Von wegen traurig. Wenn ich sage, ich bin traurig, dann bin ich traurig. Du verstehst es nicht. Es gibt Augenblicke im Leben einer Frau. Auch das noch. Sagtest du was, Sorrel? Ich sagte auch das noch. Dann sag's nicht nochmal, macht mich böse. Bist du eine entzückende Heuchlerin, Mama. Und warum hat mich der liebe Gott mit solchen Kindern gestraft? Das ist wirklich hart in meinem Alter. Die Platte hat einen Sprung. Sorrel, gib Acht, du bist ein bisschen zu eifersüchtig. Gib mir noch mal eine von diesen scheußlichen Zigaretten. Früher hat sie den Emir Abdullah für mich drehen lassen. Das waren noch Zeiten. Nein, ich will nicht an die alten Zeiten zurückdenken. Deswegen habe ich auch heute früh einen großen Entschluss gefasst. Der wäre? Das ist ein Geheimnis. Was? Und du wirst es uns nicht sagen? Euch vielleicht, aber nicht Papa. Also? Tja. Ich gehe wieder zurück zur Bühne. Ich hab's gewusst. Ich vegetiere hier. Und ich weigere mich zu vegetieren, solange noch ein Atemzug meinem Busen entweicht. Und du glaubst, das ist gut? Nachdem du erst im vorigen Jahr deine unwiderruflich letzte Vorstellung gegeben hast? Ja, mein Publikum ruft mich, ich bekomme hunderte von Briefen. Wie viele? Zwei. Aber es hätten genauso gut hunderte sein können und müssen. Wir schreiben dir ein paar Erstklassige, die kannst du dann veröffentlichen. Das ist eine sehr gute Idee. Und du wirst das alles sehr stilvoll machen, ja? Ich bin doch viel stilvoller auf der Bühne als hier. Ich kenne doch mein Milieu. Ich habe es versucht, die Gutsherrin zu spielen, aber mit nicht viel Erfolg. Hast du ein Stück? Wirbelwind der Liebe. Ich hab sie nicht alle. Papa wird außer sich sein. Also da kann man nichts machen. Das ist so ein miserables Stück. Ja, aber was für eine Rolle. Aber da sag jetzt nicht, Sorrel, ich weiß selber, es ist albern. Aber du musst zugeben, es war einer meiner größten Erfolge. So schlecht, dass beinahe wieder gut ist. Ich habe mich immer krank gelacht. Also mein Publikum hat nicht gelacht. Oder kaum, kaum, komm, komm. Du, wenn ich gesagt habe, die armen Narren, meinen Körper haben sie gekauft, aber meine Seele kriegst du nicht. Psst, du Hund. Oder. So viele Mädchenträume geträumt. Und jetzt sind sie Wirklichkeit. Da sind mir immer die Tränen gekommen. Und erst der zweite Akt. Ach, der zweite Akt. Der zweite Akt. Aber jetzt bist du Viktor. Viktor. Wann? Kurz vor dem Schluss? Weiß doch. Ah ja. Spielen Sie mit mir? Spielen Sie mit mir? Bis zur letzten Karte. Natascha, höre ich recht? Illusion. Illusion. So viel Illusion zerschmettert! Träume in Staub. Moment, jetzt bin ich Theodor. Du und Viktor. Oh mein Gott. Psst. Ist das nicht klein Isoldchen? Sie weint. Sie wird noch mehr weinen, das arme Wesen. Wenn sie hören wird, dass ihre Mutter eine... Es hat geklingelt. Scheiße. Oh, ich sehe so fürchterlich aus. Stimmt. Clara, bevor du aufmachst. Wir sind acht zum Abendessen. Gerechter Himmel. Und bringen ein paar Schlafzimmer in Ordnung, ja? Na, in der Hundehütte werden sie ja wohl nicht übernachten. Clara, wie wär's mit ein bisschen aufmachen? Wie wär's mit ein bisschen still sein? Oh, guten Tag. Hallo. Toll von Ihnen, mich einzuladen.
Sind Sie allein? Ja. Haben Sie niemanden am Bahnhof gesehen? Ich bin mit dem Wagen gekommen. Soll ich jemanden abholen? Nein. Das ist meine Tochter, Sorrel. Das ist mein Sohn, Simon. Sehr erfreut. Ganz einerseits. Ich schließe mich an. Ganz einerseits. Sehr witzig. Ja, Sie müssen schon entschuldigen, die heutige Jugend. Wo ist denn Ihr Gepäck? Im Wagen. Ah, ja, dann müssen wir warten, bis Clara den Tee serviert hat. Wir müssen hier nämlich auch ein Zimmer finden. Sie ahnen ja gar nicht, wie ich mich auf dieses Weekend gefreut habe. Ja, sehr hübsch hier, nicht? An klaren Tagen kann man den Smoke von London sehen. Wie ich mich auf Sie gefreut habe. Sie sagen aber auch die nettesten Dinge. Whisky? Oh nein, danke. Ich bin im Training. Wie interessant. Wofür? Amateurboxen. In 2 Wochen. Ah, da muss ich aber zu Ihrer Premiere kommen. Sie sehen hinreißend aus. Wirklich? Man glaubt gar nicht, dass Sie erwachsene Kinder haben. Ja, ich habe blutjung geheiratet. Das sieht man. Wissen Sie, es ist wirklich zu komisch. Immer schon wollte ich Sie kennenlernen und nie ist es mir gelungen. Und dann auf einmal vorige Woche. Ja, Sie haben mir auch gleich gefallen. Ich wünschte, Simon hätte Ihre Figur. Können Sie ihm nicht Boxen beibringen? Aber gerne, wenn es ihm Spaß macht. Also das wieder nicht, das ist das Prinzip gegen alles. Da muss man sehr geschickt vorgehen. Aber ich weiß, David würde es begrüßen. Wer ist David? Mein Mann. Oh. Was heißt oh? Wussten Sie nicht, dass ich verheiratet bin? Nein, ich dachte, Ihr Gott ist verstorben. Der ist nicht verstorben, der ist oben. Ja, Sie sind heute so ganz anders als neulich. So, aber das muss am Hut liegen. Ich habe nämlich gerade die Calceolarien aufgepfropft. Aha. Bin eine leidenschaftliche Gärtnerin. So eine friedliche Tätigkeit. Man träumt die Tage dahin. Sie verstehen? Gewiss. Durch mein ganzes Leben zieht sich diese Sehnsucht nach dem Lande weg, weg von dem Trubel der Stadt. Deswegen sind wir auch hierher gezogen. Entzückende Gegend. Haben Sie mich mal auf der Bühne gesehen? Und ab. Worin? In dem Stück, wo Sie beim Brit schmuggeln, um die Ehre Ihres Mannes zu retten. Ah ja, ja, ja. Betrug aus Leidenschaft. Das Stück war nicht gut. Aber Sie waren wundervoll. Damals habe ich mich in Sie verliebt. Wirklich? Es ist alles so unwahrscheinlich für mich, dass ich hier so sitze. Wie ein alter Freund. Aber wir sind alte Freunde. Aus einer anderen Zeit. Wie Sie das sagen. Aufregend. Machen wir es uns doch gemütlich. Gemacht. Können Sie rudern? Ich bin im Cambridge-Achter. Toll. Das müssten Sie Simon beibringen. Der bleibt immer irgendwo stecken. Ich würde es viel lieber Ihnen beibringen. Sie sind so galant. Gar nicht wie ein Engländer. Beinahe wie ein Franzosen. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Sandy? Da haben wir es. Kommt noch jemand? Jemand! Sie werden Augen machen, mein Freund. Aber Sie sagten doch, wir werden beide ganz allein. Ich habe mich eben getäuscht. Es werden gleich sehr viele unangenehme Menschen hier sein. Judith! Liebste Judith! Wie wundervoll! Ja, nicht wahr? Wo sind denn die anderen? Was denn für andere? Sind Sie nicht mit dem 4-Uhr-Zug gekommen? Ja. Haben Sie niemanden bemerkt am Bahnhof? Ja doch, natürlich irgendwelche Leute, aber ich wusste ja nicht, dass die auch herkommen. Genau das werden Sie tun. Sorrel sagte, wir werden ganz allein sein. Sorrel? Ja. Hat sie nicht erzählt, dass sie mich eingeladen hat? Ich meine, werde ich nicht erwartet? Simon murmelte irgendwas von ihrem Besuch, aber nicht Sorrel. Komisch, nicht? Das ist eine reizend konfuse Familie. Guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Myra Arundel. In diesem Haus stellt einen eh keiner vor. Myra Arundel, Sandy Tyrrell, Sandy Tyrrell, Myra Arundel. Ist das Ihr Wagen draußen? Ja. Aber Judith,
Das hätten Sie mir wirklich sagen können, dass jemand mit dem Wagen herkommt. Bis vor einigen Minuten war Ihr Besuch noch ein Staatsgeheimnis. Es ist herrlich hier draußen, nach London. Es war zum Ersticken heiß in der Stadt. Judith, Sie sehen wirklich brillant aus. Die Ruhe bekommt Ihnen. Ich fühle mich wie 5 Minuten vor einem Nervenzusammenbruch. Aber Judith, was ist denn los? Nichts, aber ich habe das Gefühl, es wird sehr bald sehr viel los sein. Kommen Sie, Sandy, wir müssen Ihnen doch ein Zimmer finden. Myra, ich schicke Ihnen Simon. Er rasiert sich gerade, aber das wird Sie ja nicht stören. Myra, Darling. Mein Kerlchen, es ist so heiß. Und du bist so kühl. Nach dem Empfang durch deine werte Mama muss man ein Eisberg werden. Wieso? Was hat sie gesagt? Nicht sehr viel. Sie lag majestätisch auf dem Sofa mit einem muskulösen Jüngling und war von meinem Erscheinen peinlich berührt. Du darfst von Mama überhaupt keine Notiz nehmen. Ich will es versuchen, aber es ist nicht einfach. Im Grunde findet sie dich toll. Das ja. Sie ist nur verstimmt, weil Papa und Sorrel Freunde übers Weekend eingeladen haben, ohne ihr was davon zu sagen. Da bin ich allerdings auf ihrer Seite. Oh, Darling, du siehst aus zum Anbeißen. Danke, Simon. Freust du dich, mich zu sehen? Deswegen bin ich ja schließlich gekommen. Oh, my darling. Schrei nicht so. Ich bin so irrsinnig glücklich. Ich möchte dich küssen, wieder und wieder. Und alles im Haus in zwei schlagen und dann in den Fluss springen. Mein kleiner Simon. Aber warum? Du hast alles, was ich mir wünsche. Eine himmlische Figur, himmlische Kleider, himmlischen Verstand. Ich bete dich an. Ich habe gestern mit Charlie Templeton zu Abend gegessen. Hast du nur getan, um mich eifersüchtig zu machen? Dieser Fettkloß. Und immer schlecht angezogen. Sag mir schnell, dass er dir wirklich widerwärtig ist. Gestehe es. Du bist viel zu geschmackvoll, dass du ihn und mich zu gleicher Zeit... Das ist unmöglich. Sei nicht so eingebildet. Darling. Wie gesagt, ich bete dich an. Ich weiß. Aber du spielst mit mir. Du liebst mich nicht. Liebe ist ein großes Wort. Unsinn. Liebe ist Liebe, groß oder klein. Was sollen wir machen? Wie meinst du das? So kann es nicht weitergehen. Ich gehe ja auch nicht weiter. Ich werde bald zu Stein erstarren. Dann wird es dir leid tun. Du bist sehr süß. Sag mir, was du die ganze Zeit gemacht hast. Nichts. Nach dem Abendessen mit Charlie Templeton zum Beispiel. Einen Whisky getrunken mit Charlie Templeton zum Beispiel. Hoffentlich hast du gut gegessen. Hoffentlich hat er viel Geld für dich ausgegeben. So bin ich. Du edler Mensch. Komm, gib mir einen Kuss. Da haben wir's. Du spielst nur mit mir. Dir ist gar nicht nach einem Kuss. Ich kann's nicht erwarten. Ich hab dich so lieb. Das Weekend wird anstrengend. Und wie? Dutzende von Leuten. Wir werden um 7 Uhr aufstehen und auf dem Fluss verschwinden. Genau das werden wir nicht tun. Nur nicht einer Meinung sein. Immer schön schwierig bleiben. Ich bin gern schwierig. Und wie? Trotzdem, gerade jetzt bin ich herrlicher Laune. Ich brauche dich nur anzusehen und fühle mich wie ein König. Ist dein Vater hier? Ja, er schreibt in einem neuen Roman. Er schreibt ausgezeichnet. Wer ist Sandy Tyrrell? Keine Ahnung. Er ist hier bei deiner Mama. Ach, dieses Riesenkalb. Ich finde, er sieht sehr gut aus. Du musst verrückt sein. Du fällst doch auf alles rein. Streichle mich mit deinen weichen, weißen Händen. Brillantine. Du riechst herrlich. Lucrezia Borgia von Caio. Das ist es. Du hast mich vergiftet. Ich finde, du bist heute sehr direkt sein. Verdammt, die Horden aus London. Wir sind doch recht bei Mrs. Bliss. Sind sie. Ist Miss Sorrel zu Hause? Möglich. Hallo, gute Reise gehabt. Danke, ausgezeichnet. Ich traf Miss Corriton am Bahnhof und wir stellten uns gegenseitig vor, während wir auf das einzige Taxi warteten, das hier sein Unwesen treibt. Kunststück, nachdem ich es vorher genommen hatte. Myra! Wie geht es Ihnen? Ich habe Sie einfach nicht wiedererkannt. Ich aber. Oh, kennen wir uns? Erst seitdem Sie mir das Taxi weggeschnappt haben. Sie sind Sorrels Bruder? Ja, sie wird gleich herunterkommen. Myra, wollten Sie nicht in den Garten? Aber doch nicht jetzt. Warum nicht jetzt? Ehe ich in diesem Haus völlig überschnappe. Tee kommt gleich. Ein eigenartiger junger Mann. Eigenartig und sehr grob. Kannten Sie ihn? Nein, ich kenne überhaupt niemanden. Außer natürlich Mr. Bliss. Ein prachtvoller Mann. Weiß er, dass Sie hier sind? Ich hoffe, der Hausdrache hat es ihm verraten.
eigentlich nett, dass wir uns am Bahnhof getroffen haben. Ja, wirklich. Ein grauenhafter Gedanke, hier allein anzukommen. Hoffentlich haben wir gutes Wetter. Die Gegend ist nämlich ganz reizend. Ja, so sagt man. Nirgends ist es so schön wie in England im Sommer. Ja, wenn es nicht regnet. Die Landschaft hat eine Qualität, nicht wahr? Wo finden Sie das sonst noch? Mich dürfen Sie nicht fragen. Aber Sie, sind Sie nicht viel gereist? Ja, das kann man sagen. Oh, wie ich Sie beneide. Spanien zum Beispiel. Herrlich. Besonders die Matadors, oder wie man die nennt. Gell? Ich hasse Stierkämpfe. Wer Pferde liebt, macht da nicht mit. Wer Stiere liebt, auch nicht. Genau das. Und Italien ist auch sehr schön, oder? Sehr romantisch. Ich wollte immer mal nach Italien. Rom ist herrlich. Und so alt. Gewiss. Und dann Neapel. Sehen und sterben. Wieso? Naja, das gehört doch dazu. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Waren Sie jemals im Ausland? Oh ja, in Dieppe. Wir hatten dort ein Haus für den Sommer gemietet. Dieppe. Sehr nett. Tja, nur die Leute sprechen dort alle Französisch. Daran sind sie nun mal gewöhnt. Russland vor dem Krieg, großartig. War sie das? Wer? Judith Bliss. Anzunehmen. Wäre ich nur nicht hergekommen. Ach, lassen Sie sich das nicht zu nahe gehen. Die Leute sind eben richtige Bohemians. Ob Mr. Bliss weiß, dass ich hier bin? Tja, das fragt sich. Ob man wagen kann zu läuten? Gute Idee. Oh, die funktioniert bestimmt nicht. Sie haben einen Hang zum Pessimismus, nicht wahr? Mag sein. Wenn man zum ersten Mal in ein fremdes Haus kommt, ist man immer ein wenig geniert. Aber warten Sie nur, Sorrel wird Ihnen gefallen. Sie ist reizend. Wenn sie hier ist. Wir sollten doch bald Tee bekommen, hieß es. Wenn Sie welchen haben. Na, Tee haben Sie bestimmt. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu warten. Gestatten Sie, dass ich rauche? Aber bitte. Aus Japan. Hübsch. Sehr hübsch. Oh, Richard. Ich wusste ja nicht, dass Sie schon da sind. Ja, schon eine ganze Zeit. Oh, pardon, es ist Miss Corriton. Aha. Guten Tag. Sie wollen sicher Papa sehen. Ja, er ist in seinem Arbeitszimmer. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo. Oben, erst die Tür rechts. Die arme Person hat sie nicht alle, was? Ich glaube, sie ist etwas scheu. Das wird ihr Papa schon austreiben. Übrigens, Sorrel, wussten Ihre Eltern, dass ich komme? Natürlich. Sie haben sich schon sehr auf Sie gefreut. Vorhin kam eine sehr eindrucksvolle Dame herunter, mit einem großen Hut und einem jungen Mann. Sie ging in den Garten, ohne ein Wort zu sagen. Ja, das war Mama. Ach. Wir sind eine unabhängige Familie. Wir betrachten unsere Freunde nicht als Allgemeingut. Interessant. Ich finde es wirklich nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind. Aber ich wollte ja kommen. Ja? Glauben Sie mir, ich habe viel an Sie gedacht. So? Wie aufregend. Sie sind so lebendig, so vital, so ganz anders als andere Mädchen. Ich fürchte nur, Sie werden sich hier langweilen. Warum? Weiß nicht. Aber versprechen Sie mir, wenn es Ihnen fad wird, sagen Sie es mir und ich werde etwas dagegen unternehmen. Sie sind wirklich zu lieb. Aber wo? Ich bin rücksichtslos und egoistisch, wie mein Bruder. Unsere Erziehung ist daran schuld. Meine Eltern haben sich nur für ihr Metier interessiert. Wir sind aufgewachsen wie die Blumen auf dem Felde. Aber ich sehe das wenigstens ein und versuche mich zu bessern. Oh, ich möchte so gern eine wirkliche Lady sein. Aber das sind Sie doch. Sie sind ein richtiger Diplomat. Sie sagen, was man gerne hört, und niemand weiß, was Sie wirklich denken. Das möchte ich auch können. So. Dann sage ich aber kein Wort mehr, sonst glauben Sie, ich will nur diplomatisch sein. Aber das ist es ja gerade. Können Sie das nicht Simon beibringen? Das würde sich kaum lohnen. Mögen Sie ihn nicht? Ich habe ihn ja nur einen Moment erlebt.
Soll ich Ihnen den Garten zeigen? Bitte, sehr gern. Vielleicht warten wir lieber bis nach dem Tee. Soll ich Ihnen was vorsingen? Ach ja, das wäre nett. Nicht, dass ich unbedingt möchte. Ich will nur nicht unsere Konversation verkümmern lassen. Woanders kann ich reden wie ein Wasserfall, aber hier zu Hause trockne ich aus. Ist das meine Schuld? Aber nein. Sie sind sehr lieb und verständnisvoll. Und, was machen wir jetzt? Hier sitzen und Händchen halten. Nicht so hastig. Spielen Sie Backgammon? Bedauere, nein. Ein Glück, ich finde es einfach idiotisch. Ein Glück, der Tee. Wo ist Mama? Im Garten, glaube ich. Es wird gleich regnen. Jetzt werden Sie gleich alle wie die Wölfe drüber herfallen. Grässlich. Wohin gehen Sie, Richard? Die Koffer holen. Was für Koffer? Typisch für Myra, hier wie eine Filmdiva herzukommen. Autsch! Jetzt haben wir sicher was zerbrochen. Wenn schon, sind ja nicht meine Koffer. Hallo, Soren. Wie geht's? Ausgezeichnet. Kennst du Mr. Gretham? Bridget? Gewiss, wir haben uns verschiedentlich gesehen. Setzen Sie sich. Ach was, setz dich, Myra. Tee. Ach, Tee. Gerade. Simon, komm her. Sei nett zu Miss Corrie. Hat er schon das Vergnügen? Das ist im Prinzip noch kein Grund, nett zu sein. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie ein Gast? Ich hoffe. Verzeihen Sie, ich bin ein wenig überarbeitet, mein neuer Roman. Papa, ich möchte dir Mr. Gretham vorstellen. Warum? Ach so, ja, natürlich. Seit wann sind Sie hier? Seit heute Nachmittag. Dann bleiben Sie also. Na gut. Milch und Zucker muss sich jeder allein nehmen, sonst kommt alles durcheinander. Sorel? Hm? Wo ist Mama? Den letzten Nachrichten zufolge im Kahn. Nanu? Seit wann kann sie rudern? Sandy Turrell ist bei ihr. Ah, ja, da ist ja alles ein Bester. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Das erklärt alles. Es wird ein Gewitter geben. Mir war schon heute früh ganz übel. Das ist Sandy Turrell, das sind die anderen. Mama, Mr. Gretham. Ah, ja, ja. Sie waren schon vorher da, nicht wahr? Wann? Vorher, Mama? Ja, bevor ich in den Garten ging. Da war doch noch jemand. Da war ein junges Mädchen. Da ist sie, ja, ja, wie nett. Ja. Sandy, essen Sie doch was. Simon, gib ihm was zu essen, ja? Schade, dass es regnet. Wir hätten keine Schuld. Die Züge sind immer so grässlich voll. Gut. Drei Fragen hinter der Tür. Wer geht raus? Ich, wenn's sein muss. Nein, nicht du. Du errätst alles zu schnell. Wie geht denn das? Also man wählt ein Adverb. Einer geht raus und wir denken uns ein Wort aus. Und der oder die Betreffende kommt zurück. Nein, und fragt. Nein, nicht ein x-beliebiges Wort, Simon. Die anderen müssen irgendeine Tätigkeit simulieren, damit der Fragende ungefähr weiß... Dann verstehen Sie, müssen Sie erraten... Wir benehmen uns wie Schauspieler. Ist das klar? Ja, also... Was also zum Beispiel muss man tun? Ganz einfache Dinge. Klavier spielen, Hamlet-Monolog aufsagen, sowas. Ich kann nicht Klavier spielen. Und der Hamlet-Monolog... Macht nichts. Dann tun Sie einfach so. Oder sagen Rhabarber, Rhabarber. Hauptsache ist, dass der Sinn des Wortes herauskommt. Bei Rhabarber
Woran soll man denn da denken? Nehmen Sie doch nicht immer alles so wörtlich, mein Kind. Aber es ist doch ein Wortspiel. Ich weiß auch nicht. Also nochmal, jemand geht raus. Ich werde doch anfangen, damit es alle verstehen. Umgekehrt wäre das Spiel viel interessanter. Einer geht raus, man muss raten, als was er zurückkommt. Königin Victoria oder Massenmörder Landry oder... Massenmörder? Mit einem Beil? Nicht doch. Ich zeig's Ihnen, Sandy. Und dann gibt's auch noch Feuer, Wasser, Kohle. Ach, das haben wir schon seit Jahren nicht gespielt. Das kommt auch noch dran, Mama. Aber erst das. Geh raus, Sorrel. Aber macht nicht zu lange. Also? Nehmen wir tragisch. Nein. Das war erst vorige Woche bei ihr dran. Leidenschaftlich? Das ist zu schwer für Sie. Neulich hatten wir bei Freunden ein nettes Spiel. Alle hatten die Augen verbunden, bis auf einen... Dafür ist die Halle nicht groß genug. Wie wär's mit spielerisch? Ach, wenn ich nur wüsste, was wir zu machen haben. Warten Sie doch, bis wir spielen. Hm? Wenn wir überhaupt spielen. Was haltet ihr von brünstig? David. Ich glaube, spielerisch ist besser. Also damit macht Sorrel kurzen Prozess, was sehen. Wir haben immer noch kein Wort. Strahlend. Das ist zu leicht. Das ist kein Grund, unhöflich zu sein. Schmeichlerisch. Ach, ich habe eine großartige Idee, wie man das simulieren könnte. Grob, das könntest du glänzend personifizieren. Sehr liebenswürdig. Die Hauptsache ist, dass wir etwas Mysteriöses finden. Schade, dass deine Verflossene nicht da ist. Sie war mysteriös. Irene war ein offener, lieber Mensch. Bei offenen, lieben Menschen soll man bleiben. Doch diese Bemerkung war deine nicht würdig. Würdig? Ach du lieber Gott. Würdig wäre gar nicht schlecht. Hä? Wie lange dauert es denn noch? Also schnell jetzt, wir müssen uns einigen. Blinddarmentzündung. Ist doch kein Adverb. Man kann es nicht zeigen. Ich finde Blinddarmentzündung gar nicht schlecht. Ja, dann zeigen Sie mal, wie man das simuliert. Entschuldigung. Ich finde schmeichlerisch gut. Nein, spielerisch. Ruf sie rein. Sorrel, komm. Was ist es jetzt, spielerisch oder schmeichlerisch? Spielerisch. Mama, nimm eine Blume aus der Vase und gib sie Richard. Gut. Bravo, Mama. Entzückend. Sieht aus wie altjüngferlich. Aber das war es ja wohl nicht. Myra, sag jetzt allen auf Wiedersehen, aber individuell. Auf Wiedersehen. Es war reizend. Ach, nein, nein, nein. Bitte? Ihre Betonung ist falsch. Mama, wir sind nicht in der Schauspielschule. Sie dürfen uns arme Amateure nicht an ihren Maßstäben messen. Die vielen, vielen Jahre der Routine. Könnten wir vielleicht fortfahren? Nimm den nächsten. Ich bin zu unbegabt. Nein, im Gegenteil. Sie waren wundervoll. Aha. Zünden Sie sich eine Zigarette an. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Wissen Sie noch? Ah ja. Wenn ich dran wäre, würde ich sagen kindisch. Jeder, wie er kann. Dabei ist es so einfach. Jetzt haben Sie alles durcheinander gebracht. Vielleicht machen es die anderen besser. An welches Wort haben Sie denn gedacht? Schmeichlerisch. Doch, er hat das falsche Wort. Spielerisch. Ah ja, dann. Jetzt kommt Jackie dran. Tanzen Sie. Oh, ich kann nicht. Na, Unsinn, jeder Mensch kann tanzen. Ach, nicht ich, ich schwör's. Haben Sie sich doch nicht so. Nein, bitte nein. Sehen Sie sich nicht, mein Kind. Ach, ich bin so unbegabt. Weiß der Himmel. Ist doch nur ein Spiel. Na, lass sie schon, wenn sie durchaus nicht will. Wozu spielen wir eigentlich, wenn keiner mitspielt? Und dabei ist es so einfach. Naja, für Sie vielleicht, aber für unsere einen... weiter. Nicht alle mitspielen, lassen wir es ihnen. Sei nicht so grantig. Grantig ich? Versuch du doch mal ein Wort zu erraten, wenn dir keine Seele dabei hilft. Kinder. Mit dem vielen Gerede verlieren wir kostbare Zeit. Die wir so viel besser zu geistvoller Unterhaltung benutzen könnten. Mhm. Außerdem ist es ein albernes Spiel und ich mache nicht mehr mit. Das haben sie auch bis jetzt noch nicht getan. Also nicht grob sein, Sorrel. Simon als Großmeister der guten Manieren, ganz was Neues. Frechheit ist die Waffe der Unbildung. Ja, das muss ich mir aufschreiben.
Keine Bange, Sie brauchen nichts zu tun, was Sie nicht wollen. In Zukunft sollten wir wahrhaftig die Zeit mit geistlosem Geschwätz vertrödeln, anstatt auch nur den Versuch zu machen, etwas Intelligentes zu produzieren. Das war aber sehr unfreundlich, Mama. Halt deinen ungewaschenen Schnabel. Ach, es ist alles meine Schuld. Aber ich schäme mich so, wenn ich was vormachen soll. Das Wort ist spielerisch. Du hast gelauscht. Ich lausche nicht. Miss Corriton hat mich draufgebracht. Warum auf einmal Miss Corriton? Ganz nah mal so Jackie zu ihr gesagt. Wen willst du damit imponieren? Du bist wirklich unerträglich. Es ist das letzte Mal, dass ich mitspiele, wenn du dabei bist. Grund zum Selbstmord. Jetzt aber Schluss mit dem Gezanke. Kommen Sie in den Garten. Da ist bessere Luft. Lassen Sie sich nicht zu einer Kahnfahrt verführen. Er kann nicht. Aha, über deine Witze kann ich nur noch lachen. Du hast dich sehr schlecht benommen, Sorrow. Simon muss weg. Am besten in die Armee. Ihr gehört beide in eine Erziehungsanstalt. Jedes Mal gibt's Krach, wenn wir spielen. Wir sind eine widerwärtige Familie. Du sprichst nur von dir, ja? Nein, nein, ich spreche von uns allen. Wir sind alle gleich. Und ich schäme mich für uns. Kommen Sie mit in die Bibliothek, Sandy? Reizende Party. Wirklich reizend. Ich glaube, Judith, du solltest die Kinder etwas strenger halten. Bravo, ich bin an allem schuld. Seien wir ehrlich, du hast alle mit deinen Bemerkungen vor den Kopf gestoßen. Du hättest mich nie heiraten sollen, David, das war ein großer Fehler. Dieses Haus ist zu einer Schreckenskammer geworden, nur weil du Sorrel und Simon machen lässt, was sie wollen. Merkwürdig, dass dir das auffällt, wo du den ganzen Tag oben sitzt und deine Romane schreibst. Romane, die unser täglich Brot verdienen? Täglich Brot? Lächerlich. Wir haben genug Geld bis an unser seliges Ende. Das wird nicht mehr sehr fern sein, wenn wir so weitermachen. Maya, kommen Sie in den Garten. Hoffentlich wird dich die Nachtluft etwas abkühlen. Ich weiß wirklich nicht, was du seit einiger Zeit hast, Judith. Nicht? Nichts ist geschehen. Du bist viel zu selbstgefällig, um was zu bemerken. Ach, selbstgefällig. Charmant. Soll ich dir buchstabieren? Und pompös. Hast du zu viel getrunken, mein Kind? Oh, hört den großen Psychologen. Sehr komisch. Nein, tragisch. In deinem Alter. David war mal ein guter Ehemann, aber jetzt wird er langsam brüchig. Wollen Sie vielleicht lieber allein sein? Warum? Haben Sie Angst, ich würde in einen Wutausbruch verfallen? Nein, ich dachte nur, ich bin vielleicht im Wege. Ach, hoffentlich sind Sie nicht geniert. Also, das würde ich mir nie verzeihen. Durchaus nicht. Die Ehe ist eine unzivilisierte Einrichtung, finden Sie nicht auch? Ich kann mir darüber wirklich kein Urteil erlauben. Oh, Herrgott, seien Sie doch nicht immer so unerträglich diplomatisch. Ganz besonders, wo uns allen das Temperament durchgeht. Pardon, das lag wirklich nicht in meiner Absicht. Hm? Das lag nicht in meiner Absicht. Also, naja, es ist ja schließlich Ihr Beruf. Alles beobachten und sich selber draus halten. Ja, in gewissem Sinne, ja. Sie werden sich schon langsam an uns gewöhnen. Oh, ich fühle mich jetzt hier schon wie zu Hause. Na, dann muss es ja bei Ihnen zu Hause ganz schön zugegangen sein. Ah, Sie können ja lachen. Wer hätte das gedacht? Übrigens, lieben Sie Sorrel? Ob ich Sorrel liebe? Oh, verflixt. Nein, das war ungeschickt von mir. Jetzt habe ich das zarte Pflänzchen einer Zuneigung zertreten, ne? Bin eben taktlos. Dachten Sie ernstlich, ich sei in Sorrel verliebt? Vielleicht war es auch nur eine Art Versuchsballon. Man weiß ja bei solchen Dingen nie. Aber Sie müssten sich über Ihre Gefühle im Klaren sein.
Als ich Sorrel kennenlernte, machte ich mir eine bestimmte Vorstellung von ihrer Mutter. Und? Sie stimmt, haargenau. Tatsächlich? Erzählen Sie mir etwas von sich, von all Ihren Abenteuern. Oh, da gibt's nichts zu erzählen. Schade. Und warum nicht? Ich habe Ihnen klargemacht, wie langweilig ich eigentlich bin, bis ich Menschen ihrer Vitalität begegnet bin. Das ist sehr deprimierend. Und wer sagt Ihnen, dass Sie langweilig sind? Also, leben Sie das ganze Jahr hier? Ja, von jetzt an. Ich habe mich entschlossen, in ein graziöses Alter zurückzusinken. Und wenn meine Kinder heiraten, dann laufe ich nur noch im Kapotthütchen herum. Wer das glaubt. Muss ja nicht schwarz sein, ein paar Blümchen dürfen auch dran sein. Sie sind viel zu dynamisch, als dass Sie ins Nichtstun versinken könnten. Das ist nur angeschminkt. Hinter der Maske verbirgt sich eine müde, alte Frau. Ich habe zu viel gekämpft in meinem Leben. Gekämpft vielleicht. Aber immer gesiegt, und das macht nicht müde. Wie Sie sich irren. Wissen Sie, ich möchte Ihre Gedanken erraten. Im Moment dachte ich daran, Sie Richard zu nennen. Das ist so ein angenehmer Name, der einen zu nichts verpflichtet. Bitte, tun Sie es. Ich würde mich sehr freuen. Und Sie dürfen mich Judith nennen. Natürlich nur, wenn Sie wollen. Aber ich will. Judith. Geben Sie mir bitte eine Zigarette, ja? Bitte sehr. Oh, was für ein bezauberndes Etui. Ein Geschenk aus Japan. Die Ziselierungen haben alle eine symbolische Bedeutung. Welche? Glück, Zufriedenheit und Liebe. Welches bedeutet Liebe? Das da. Ach, reizen. Richard. Verzeihen Sie bitte, ich konnte nicht anders. Oh Gott. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Wir müssen David alles gestehen. Alles. Alles was? Ja. Alles. Es gibt Augenblicke im Leben, da muss man ehrlich sein. Ehrlich bis zum Letzten. Ich habe immer die Frauen verachtet, die mit billigen Lügen operieren. Man muss der Wahrheit ins Auge sehen können, mit allen Konsequenzen. Der Wahrheit? Ich verstehe nicht ganz. Mein lieber Richard, Sie wollen mich schonen, ich weiß. Aber es führt zu nichts. David war ein guter Ehemann, oh Gott. So gut, wie er halt sein kann. Vielleicht wird sie ihn zerbrechen. Aber das müssen wir in Kauf nehmen. Wie wird er reagieren? Man sagt ja, Leiden ist gut für Schriftsteller. Es gibt ihnen Tiefe. Armer David. Nein. Wir dürfen nicht weich werden. Gehen Sie jetzt lieber in den Garten und warten Sie. Warten auf was? Auf mich, Richard. Auf mich. Im Gartenhäuschen. Ich werde bald bei Ihnen sein. Ach Gott, ich dachte, der große Traum der Liebe sei ausgeträumt. Früher hatte ich meine Laufbahn, mein Theater, aber jetzt nichts. Alles war leer und tot. Ich war wie ein zerbrochenes Gefäß. Aber Judith, ich muss mich wirklich für mein Benehmen entschuldigen. Und jetzt sind Sie gekommen. Und alles ist verwandelt. Nein, das ist Zauberei. Das ist Magie. Nie dachte ich, werde ich dieses Wunder noch einmal erleben. Ja, aber Judith, das... Nein, machen Sie es nicht zu schwer für mich. Ich bin fest entschlossen, es gibt nur einen Weg. Gehen Sie. Mama, schau. Sorry, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, Mama. Ich auch nicht. Es war alles meine Schuld, Mrs. Bliss und Judith. Oh, ich, Neri, ich arme Neri. Aber Mama, du bist doch nicht wirklich so aufgebracht. Aufgebracht? Entsetzt. Aber liebste Mama. Sorrow, sag jetzt nichts. Sag nichts.
Wir müssen alle ganz ruhig sein. Aber es war doch gar nichts. Gar nichts? Ich öffne die Tür und was sehe ich? Ich frage Sie, was sehe ich? Es tut mir sehr leid, aber es Schweigen ist einfach Sie. Über... Leichtfertige Entschuldigungen sind jetzt nicht am Platz. Mama, kannst du mal einen Augenblick nicht dramatisch sein? Was heißt dramatisch? Ich versuche die bittere Wahrheit so ruhig wie möglich. Was ist denn daran so bitter? Mein armes, armes Kind. Schluss. Ich liebe Sandy und er liebt mich. Es ist aber auch eure einzige Entschuldigung. Und warum sollen wir uns nicht lieben, wenn wir beide so fühlen? Lieben. Heute Nachmittag war Sandy in mich verliebt. Das war keine richtige Liebe. Und du weißt es. Ich weiß es jetzt. Es tut mir sehr leid. Ihnen hat überhaupt nichts leid zu tun, Sandy. Ich habe mich lächerlich gemacht. Meine Schuld. Mami. Lächerlich. Ich werde alt und je eher ich es lerne, umso besser. Aber Mami. Der Jugend gehört die Zukunft. Du bist so hübsch. Wie heißt du noch gleich? Sorry. Du bist so hübsch, Sorry. Und ich bin glücklich darüber. Ich komme mir so gemein vor. Nicht doch, Sandy. Sie sind nur dem Ruf ihres Blutes gefolgt, der Stimme der Liebe. Ich vergebe Ihnen von ganzem Herzen. Dann ist ja alles in Ordnung. Na, also dieser Ton passt mir nicht, Zorro. Du scheinst zu vergessen, was ich für ein Opfer bringe. Doch, Mama. Ist nicht so leicht in meinem Alter. Oh, Mami, versteh und verzeih. Verstehen. Bin doch eine Frau, mein Kind. Ich weiß, Mama, aber auch eine Mutter. Sandy, wenn Sie sie wollen, nehmen Sie sie bedingungslos. Vielen Dank, Mrs. Bliss. Sie können mich ruhig auch weiterhin Judith nennen. Judith. Also dann. Gut, Kinder, Schluss mit der Tragödie. Lass uns glücklich sein. Sag noch nichts, Papa. Nein. Wir behalten es für uns. Vielleicht später. Ne? Oh, Mama, du bist wundervoll. Unsinn. Jetzt brauche ich ein Aspirin. Ich bin nur ehrlich mit mir selbst. Das hilft. Und hält allen sauber. So, das wäre geschafft. Ja. Und? Steh nicht so vor dich hin. Ich weiß genau, du bist nicht wirklich in mich verliebt. Aber Sorrel... Gib dir keine Mühe. Du weißt es auch. Und ich kann auch sehr gut ohne dich leben. Aber du hast doch gerade deiner Mutter gesagt... Ich habe meiner Mutter ein Stichwort für ihre große Szene gegeben. Das machen wir alle hier. Das ist so eine Art ungeschriebenes Gesetz. Meinte sie denn nicht, was sie sagte? Nicht wirklich. Wir alle meinen nicht, was wir sagen. Aber sie war sehr aufgebracht. Naja, sehr angenehm war es ja sicher nicht, als sie uns so sah. Lippe an Lippe. Weißt du, ich glaube, ich hab dich doch lieb. Vor einem Monat hätte ich das auch noch geglaubt, aber jetzt nicht mehr. Ich habe mich entschlossen, erwachsen zu werden. Also, das verstehe ich nicht. Macht nichts. Du bist deiner Stimmung zum Opfer gefallen. Das war's. Wir beide allein in der Bibliothek, die Nachtluft durchs offene Fenster. Irgendwo singt eine Nachtigall. Ich habe nur ein Käuzchen gehört. Na ja, auch ein Käuzchen kann ganz romantisch sein. In Grenzen. Du hast mich geküsst, weil du ein netter Kerl bist und ich bin ein nettes Mädchen. Und wir beide mögen dieses Gesellschaftsspiel. Es kam so, wie es kommen musste. Und dann die Überraschung mit Mama und ihre große Szene. Ohne Theater geht's nun mal bei ihr nicht. Sie weiß ganz genau, wir wollen nicht heiraten. Und wir wissen es ebenso genau. Mit anderen Worten, du bist zu nichts verpflichtet. Wenn ich das doch alles bloß verstehen würde. Macht nichts. Komm in die Bibliothek. Sie sehen, wie sich alles zum Höhepunkt verdichtet. Ich muss sagen, Ihre psychologische Führung ist geradezu brillant. Alles klingt so selbstverständlich. Und dabei hatte ich mich mitten in dem Roman ganz verfahren, wenn sie die unehelichen Zwillinge bekommt. Aber ich habe das durch die Einführung eines zweiten Vaters gelöst. Wann werde ich das Buch zu lesen bekommen? Ja, vor allen anderen. Ich schicke Ihnen die Korrekturfahnen. Ich komme jetzt schon ganz bedeutend vor. Wollen Sie einen Drink? Nein, danke. Mir ist aber danach. Das können Sie mir auch geben. Klares Wasser. Bitte. Ich will mir das noch etwas verstärken. Sie sollten Ihre Postskriptums an den Anfang setzen. Wo sind die anderen? Nicht hier. Gott sei Dank. Machen Sie die vielen Menschen nervös? Das kommt auf die Menschen an.
Ich muss eine kleine Beichte ablegen. So? Ja. Wissen Sie, warum ich gekommen bin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man Sie eingeladen hat. Das ja. Aber... Also? Man hat mich schon einmal eingeladen. Vorigen September. Eieiei. Da war ich in Afrika. Korrekt. Wie meinen Sie das, korrekt? Ich bin damals nicht gekommen. Ich weiß immer sehr genau, was ich will. Und was ich hier immer wollte, war, Sie kennenzulernen. Sehr schmeichelhaft. Oft hat eine Qualität, nicht wahr? Wo finden Sie das sonst noch? Mich dürfen Sie nicht fragen. Aber Sie, sind Sie nicht viel gereist? Ja, das kann man sagen. Wie ich Sie beneide. Spanien zum Beispiel. Herrlich. Besonders die Matadors, oder wie man die nennt. Gell? Ich hasse Stierkämpfe. Wer Pferde liebt, macht da nicht mit. Wer Stiere liebt, auch nicht. Genau das. Und Italien ist auch sehr schön, oder? Sehr romantisch. Ich wollte immer mal nach Italien. Rom ist herrlich. Und so alt. Gewiss. Und dann Neapel. Sehen und sterben. Wieso? Naja, das gehört doch dazu. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Waren Sie jemals im Ausland? Oh ja, in Dieppe. Wir hatten dort ein Haus für den Sommer gemietet. Dieppe. Sehr nett. Tja, nur die Leute sprechen dort alle Französisch. Daran sind Sie nun mal gewöhnt. Russland vor dem Krieg, großartig. War sie das? Wer? Judith Bliss. Anzunehmen. Wäre ich nur nicht hergekommen. Ach, lassen Sie sich das nicht zu nahe gehen. Die Leute sind eben richtige Bohemians. Ob Mr. Bliss weiß, dass ich hier bin? Tja, das fragt sich. Ob man wagen kann zu läuten? Gute Idee. Oh, die funktioniert bestimmt nicht. Sie haben einen Hang zum Pessimismus, nicht wahr? Mag sein. Wenn man zum ersten Mal in ein fremdes Haus kommt, ist man immer ein wenig geniert. Aber warten Sie nur, Sorrel wird Ihnen gefallen. Sie ist reizend. Wenn sie hier ist. Wir sollten doch bald Tee bekommen, hieß es. Wenn Sie welchen haben. Na, Tee haben Sie bestimmt. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu warten. Gestatten Sie, dass ich rauche? Aber bitte. Aus Japan. Hübsch. Sehr hübsch. Oh, Richard. Ich wusste ja nicht, dass Sie schon da sind. Ja, schon eine ganze Zeit. Oh, pardon, es ist Miss Corriton. Aha. Guten Tag. Sie wollen sicher Papa sehen. Ja. Er ist in seinem Arbeitszimmer. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo. Oben, erste Tür rechts. Die arme Person, hat sie nicht alle was? Ich glaube, sie ist etwas scheu. Das wird ihr Papa schon austreiben. Übrigens, Sorrel, wussten Ihre Eltern, dass ich komme? Natürlich. Sie haben sich schon sehr auf Sie gefreut. Vorhin kam eine sehr eindrucksvolle Dame herunter, mit einem großen Hut und einem jungen Mann. Sie ging in den Garten, ohne ein Wort zu sagen. Ja, das war Mama. Ach. Wir sind eine unabhängige Familie. Wir betrachten unsere Freunde nicht als Allgemeingut. Interessant. Ich finde es wirklich nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind. Aber ich wollte ja kommen. Ja? Glauben Sie mir, ich habe viel an Sie gedacht. So? Wie aufregend. Sie sind so lebendig, so vital, so ganz anders als andere Mädchen. Ich fürchte nur, Sie werden sich hier langweilen. Warum? Weiß nicht. Aber versprechen Sie mir, wenn es Ihnen fad wird, sagen Sie es mir und ich werde etwas dagegen unternehmen. Sie sind wirklich zu lieb. Aber wo? Ich bin rücksichtslos und egoistisch, wie mein Bruder. Unsere Erziehung ist daran schuld. Meine Eltern haben sich nur für ihr Metier interessiert. Wir sind aufgewachsen wie die Blumen auf dem Felde. Aber ich sehe das wenigstens ein und versuche mich zu bessern. Oh, ich möchte so gerne eine wirkliche Lady sein. Aber das sind Sie doch.
Sie sind ein richtiger Diplomat. Sie sagen, was man gerne hört, und niemand weiß, was Sie wirklich denken. Das möchte ich auch können. So. Dann sage ich aber kein Wort mehr, sonst glauben Sie, ich will nur diplomatisch sein. Aber das ist es ja gerade. Können Sie das nicht Simon beibringen? Das würde sich kaum lohnen. Mögen Sie ihn nicht? Ich habe ihn ja nur einen Moment erlebt. Soll ich Ihnen den Garten zeigen? Bitte, sehr gern. Vielleicht warten wir lieber bis nach dem Tee. Soll ich Ihnen was vorsingen? Ach ja, das wäre nett. Nicht, dass ich unbedingt möchte. Ich will nur nicht unsere Konversation verkümmern lassen. Woanders kann ich reden wie ein Wasserfall, aber hier zu Hause trockne ich aus. Ist das meine Schuld? Aber nein. Sie sind sehr lieb und verständnisvoll. Und, was machen wir jetzt? Hier sitzen und Händchen halten. Nicht so hastig. Spielen Sie Backgammon? Bedauere, nein. Ein Glück, ich find's einfach idiotisch. Ein Glück, der Tee. Wo ist Mama? Im Garten, glaube ich. Es wird gleich regnen. Jetzt werden Sie gleich alle wie die Wölfe drüber herfallen, grässlich. Wohin gehen Sie, Richard? Die Koffer holen. Was für Koffer? Für Mara hier wie eine Filmdiva herzukommen. Autsch! Jetzt haben wir sicher was zerbrochen. Wenn schon, sind ja nicht meine Koffer. Hallo, Sorrel. Wie geht's? Ausgezeichnet. Kennst du Mr. Gretham? Richard? Gewiss, wir haben uns verschiedentlich gesehen. Setzen Sie sich. Ach was, setz dich, Mara. Der Tee. Ach, Tee? Gerade. Simon, komm her. Sei nett zu Miss Corrington. Hat er schon das Vergnügen? Das ist im Prinzip noch kein Grund, nett zu sein. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie ein Gast? Ich hoffe. Verzeihen Sie, ich bin ein wenig überarbeitet, mein neuer Roman. Papa, ich möchte dir Mr. Gretham vorstellen. Warum? Ach so, ja, natürlich. Seit wann sind Sie hier? Seit heute Nachmittag. Ja, dann bleiben Sie also. Na gut. Milch und Zucker muss sich jeder allein nehmen, sonst kommt alles durcheinander. Sorrel? Hm? Wo ist Mama? Den letzten Nachrichten zufolge im Kahn. Nanu? Seit wann kann sie rudern? Sandy Terrell ist bei ihr. Ah, ja, da ist ja alles ein Bester. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Das erklärt alles. Es wird ein Gewitter geben. Mir war schon heute früh ganz übel. Das ist Sandy Terrell, das sind die anderen. Mama? Mr. Gretham. Ah, ja, ja. Sie waren schon vorher da, nicht wahr? Wann? Vorher, Mama? Ja, bevor ich in den Garten ging. Da war doch noch jemand. Da war ein junges Mädchen. Da ist sie, ja, ja, wie nett. Ja. Sandy, essen Sie doch was. Simon, gib ihm was zu essen, ja? Schade, dass es regnet. Wir hätten keines Schönen. Die Züge sind immer so grässlich voll. Gut. Drei Fragen hinter der Tür. Wer geht raus? Ich, wenn's sein muss. Nein, nicht du. Du errätst alles zu schnell. Wie geht denn das?
Also man wählt ein Adverb. Einer geht raus und wir denken uns ein Wort aus. Und der oder die Betreffende kommt zurück. Nein, und fragt. Nein, nicht ein x-beliebiges Wort, Simon. Die anderen müssen irgendeine Tätigkeit simulieren, damit der Fragende ungefähr dann verstehen weiß, Sie, müssen Sie erraten. Wir benehmen uns wie Schauspieler, ist das klar? Ja, also, was also zum Beispiel muss man tun? Ganz einfache Dinge, Klavier spielen, Hamlet-Monolog aufsagen, sowas. Ich kann nicht Klavier spielen. Und der Hamlet-Monolog... Macht nichts. Dann tun Sie einfach so. Oder sagen Rhabarber, Rhabarber. Hauptsache ist, dass der Sinn des Wortes herauskommt. Bei Rhabarber. Woran soll man denn da denken? Ja, nehmen Sie doch nicht immer alles so wörtlich, mein Kind. Aber es ist doch ein Wortspiel. Ich weiß auch nicht. Also nochmal, jemand geht raus. Ich werde doch anfangen, damit es alle verstehen. Umgekehrt wäre das Spiel viel interessanter. Einer geht raus, man muss raten, als was er zurückkommt. Königin Victoria oder... Massenmörder Landry, oder... Massenmörder? Mit einem Beil? Nicht doch. Ich zeig's Ihnen, Sandy. Und dann gibt's auch noch Feuer, Wasser, Kohle. Ach, das haben wir schon seit Jahren nicht gespielt. Das kommt auch noch dran, Mama. Aber erst das. Geh raus, Sorrel. Aber macht nicht zu lange. Also? Nehmen wir tragisch. Nein. Das war erst vorige Woche bei ihr dran. Leidenschaftlich? Das ist zu schwer. Für Sie. Neulich hatten wir bei Freunden ein nettes Spiel. Alle hatten die Augen verbunden, bis auf einen... Dafür ist die Halle nicht groß genug. Wie wäre es mit spielerisch? Ach, wenn ich nur wüsste, was wir zu machen haben. Warten Sie doch, bis wir spielen. Hm? Wenn wir überhaupt spielen. Was haltet ihr von brünstig? David. Ich glaube, spielerisch ist besser. Also damit macht Sorrel kurzen Prozess, was sehen. Wir haben immer noch kein Wort. Strahlend. Das ist zu leicht. Das ist kein Grund, unhöflich zu sein. Schmeichlerisch. Ach, ich habe eine großartige Idee, wie man das simulieren könnte. Grob, das könntest du glänzend personifizieren. Sehr liebenswürdig. Die Hauptsache ist, dass wir etwas Mysteriöses finden. Schade, dass deine Verflossene nicht da ist. Sie war mysteriös. Irene war ein offener, lieber Mensch. Bei offenen, lieben Menschen soll man bleiben. Diese Bemerkung war deine nicht würdig. Würdig? Ach du lieber Gott. Würdig wäre gar nicht schlecht. Hä? Wie lange dauert es denn noch? Also schnell jetzt, wir müssen uns einigen. Blinddarmentzündung. Ist doch kein Adverb. Man kann es nicht zeigen. Ich finde Blinddarmentzündung gar nicht schlecht. Ja, dann zeigen Sie mal, wie man das simuliert. Entschuldigung. Ich finde es schmeichlerisch gut. Nein, spielerisch. Ruf sie rein. Sorrel, komm. Was ist es jetzt, spielerisch oder schmeichlerisch? Spielerisch. Mama, nimm eine Blume aus der Vase und gib sie Richard. Gut. Bravo, Mama. Entzückend. Sieht aus wie altjüngferlich. Aber das war es ja wohl nicht. Myra, sag jetzt allen auf Wiedersehen, aber individuell. Auf Wiedersehen. Es war reizend. Ach, nein, nein, nein. Bitte? Ihre Betonung ist falsch. Mama, wir sind nicht in der Schauspielschule. Sie dürfen uns arme Amateure nicht an Ihren Maßstäben messen. Die vielen, vielen Jahre der Routine. Könnten wir vielleicht fortfahren? Nimm den nächsten. Ich bin zu unbegabt. Nein, im Gegenteil, Sie waren wundervoll. Aha. Zünden Sie sich eine Zigarette an. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Wissen Sie noch? Ah ja. Wenn ich dran wäre, würde ich sagen, kindisch. Jeder, wie er kann. Dabei ist es so einfach. Jetzt haben Sie alles durcheinander gebracht. Vielleicht machen es die anderen besser. An welches Wort haben Sie denn gedacht? Schmeichlerisch. Doch, er hat das falsche Wort. Spielerisch. Ah ja, dann. Jetzt kommt Jackie dran. Tanzen Sie. Ich kann nicht. Na, Unsinn, jeder Mensch kann tanzen. Ach, nicht ich, ich schwör's. Haben Sie sich doch nicht so. Nein, bitte nein. Sehen Sie sich nicht, mein Kind. Ach, ich bin so unbegabt. Weiß der Himmel.
Ist doch nur ein Spiel. Na, lass sie schon. Wenn sie durchaus nicht will. Wozu spielen wir eigentlich, wenn keiner mitspielt? Und dabei ist es so einfach. Naja, für sie vielleicht, aber für unsere einen. Weiter. Nicht alle mitspielen, lassen wir es eben. Sei nicht so grantig. Grantig ich? Versuch du doch mal ein Wort zu erraten, wenn dir keine Seele dabei hilft. Kinder, mit dem vielen Gerede verlieren wir kostbare Zeit. Die wir so viel besser zu geistvoller Unterhaltung benutzen könnten. Mhm. Außerdem ist es ein albernes Spiel und ich mache nicht mehr mit. Das haben sie auch bis jetzt noch nicht getan. Also nicht grob sein, Sorrel. Simon als Großmeister der guten Manieren, ganz was Neues. Frechheit ist die Waffe der Unbildung. Ja, das muss ich mir aufschreiben. Keine Bange, Sie brauchen nichts zu tun, was Sie nicht wollen. In Zukunft sollten wir wahrhaftig die Zeit mit geistlosem Geschwätz vertrödeln, anstatt auch nur den Versuch zu machen, etwas Intelligentes zu produzieren. Das war aber sehr unfreundlich, Mama. Halt deinen ungewaschenen Schnabel. Ach, es ist alles meine Schuld. Aber ich schäme mich so, wenn ich was vormachen soll. Das Wort ist spielerisch. Du hast gelauscht. Ich lausche nicht. Miss Corriton hat nicht aufgebracht. Warum war Miss Corriton? Ganz nah mal so Jackie zu ihr gesagt. Wen willst du damit imponieren? Du bist wirklich unerträglich. Es ist das letzte Mal, dass ich mitspiele, wenn du dabei bist. Grund zum Selbstmord. Jetzt aber Schluss mit dem Gezanke. Kommen Sie in den Garten. Da ist bessere Luft. Lassen Sie sich nicht zu einer Kahnfahrt verführen. Er kann nicht. Aha, über deine Witze kann ich nur noch lachen. Du hast dich sehr schlecht benommen, Sorrow. Simon muss weg. Am besten in die Armee. Ihr gehört beide in eine Erziehungsanstalt. Jedes Mal gibt's Krach, wenn wir spielen. Wir sind eine widerwärtige Familie. Bitte sprich nur von dir, ja? Nein, nein, ich spreche von uns allen. Wir sind alle gleich. Und ich schäme mich für uns. Kommen Sie mit in die Bibliothek, Sandy. Reizende Party. Wirklich reizend. Ich glaube, Judith, du solltest die Kinder etwas strenger halten. Bravo, ich bin an allem schuld. Seien wir ehrlich, du hast alle mit deinen Bemerkungen vor den Kopf gestoßen. Du hättest mich nie heiraten sollen, David. Das war ein großer Fehler. Dieses Haus ist zu einer Schreckenskammer geworden, nur weil du Sorrel und Simon machen lässt, was sie wollen. Merkwürdig, dass dir das auffällt, wo du den ganzen Tag oben sitzt und deine Romane schreibst. Romane, die unser täglich Brot verdienen? Täglich Brot? Lächerlich. Wir haben genug Geld bis an unser seliges Ende. Das wird nicht mehr sehr fern sein, wenn wir so weitermachen. Weiter. Kommen Sie in den Garten. Hoffentlich wird dich die Nachtluft etwas abkühlen. Ich weiß wirklich nicht, was du seit einiger Zeit hast, Judith. Nicht? Nichts ist geschehen. Du bist viel zu selbstgefällig, um was zu bemerken. Ach, selbstgefällig. Charmant. Soll ich dir buchstabieren? Und pompös. Hast du zu viel getrunken, mein Kind? Oh, hört den großen Psychologen. Sehr komisch. Nein, tragisch. In deinem Alter. David war mal ein guter Ehemann, aber jetzt wird er langsam brüchig. Wollen Sie vielleicht lieber allein sein? Warum? Haben Sie Angst, ich würde in einen Wutausbruch verfallen? Nein, ich dachte nur, ich bin vielleicht im Wege. Ach, hoffentlich sind Sie nicht geniert. Also, das würde ich mir nie verzeihen. Durchaus nicht. Die Ehe ist eine unzivilisierte Einrichtung, finden Sie nicht auch? Ich kann mir darüber wirklich kein Urteil erlauben. Oh, Herr Gott, seien Sie doch nicht immer so unerträglich diplomatisch, ganz besonders, wo uns allen das Temperament durchgeht. Ne? Pardon, das lag wirklich nicht in meiner Absicht. Hm? Das lag nicht in meiner Absicht. Also, naja, es ist ja schließlich Ihr Beruf. Alles beobachten und sich selber draus halten. Ja, in gewissem Sinne, ja. Sie werden sich schon langsam an uns gewöhnen. Oh, ich fühle mich jetzt hier schon wie zu Hause. Na, da muss es ja bei Ihnen zu Hause ganz schön zugegangen sein. Ah,
Wir können ja lachen. Wer hätte das gedacht? Übrigens lieben Sie Sorrel. Ob ich Sorrel liebe? Oh, verflixt. Nein, das war ungeschickt von mir. Jetzt habe ich das zarte Pflänzchen einer Zuneigung zertreten. Ne? Bin eben taktlos. Dachten Sie ernstlich, ich sei in Sorrel verliebt? Vielleicht war es auch nur eine Art Versuchsballon. Man weiß ja bei solchen Dingen nie. Aber Sie müssten sich über Ihre Gefühle im Klaren sein. Als ich Sorrel kennenlernte, machte ich mir eine bestimmte Vorstellung von ihrer Mutter. Und? Sie stimmt haargenau. Tatsächlich? Erzählen Sie mir etwas von sich, von all Ihren Abenteuern. Oh, da gibt's nichts zu erzählen. Schade. Und warum nicht? Ich habe mir klargemacht, wie langweilig ich eigentlich bin. Bis ich Menschen ihrer Vitalität begegnet bin, das ist sehr deprimierend. Und wer sagt Ihnen, dass Sie langweilig sind? Also, leben Sie das ganze Jahr hier? Ja, von jetzt an. Ich habe mich entschlossen, in ein graziöses Alter zurückzusinken. Und wenn meine Kinder heiraten, dann laufe ich nur noch im Kapotthütchen herum. Wer das glaubt. Muss ja nicht schwarz sein, ein paar Blümchen dürfen auch dran sein. Sie sind viel zu dynamisch, als dass Sie ins Nichtstun versinken könnten. Das ist nur angeschminkt. Hinter der Maske verbirgt sich eine müde alte Frau. Ich habe zu viel gekämpft in meinem Leben. Gekämpft vielleicht, aber immer gesiegt und das macht nicht müde. Wie Sie sich irren. Wissen Sie, ich möchte Ihre Gedanken erraten. Im Moment dachte ich daran, Sie Richard zu nennen. Das ist so ein angenehmer Name, der einen zu nichts verpflichtet. Bitte, tun Sie es. Ich würde mich sehr freuen. Und Sie dürfen mich Judith nennen. Natürlich nur, wenn Sie wollen. Aber ich will. Judith. Geben Sie mir bitte eine Zigarette, ja? Bitte sehr. Oh, was für ein bezauberndes Etui. Ein Geschenk aus Japan. Die Ziselierungen haben alle eine symbolische Bedeutung. Welche? Glück, Zufriedenheit und Liebe. Welches bedeutet Liebe? Das da. Ach, wie reizend. Ah! Richard. Verzeihen Sie bitte, ich konnte nicht anders. Oh Gott, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Wir müssen David alles gestehen. Alles. Alles was? Ja, alles. Es gibt Augenblicke im Leben, da muss man ehrlich sein. Ehrlich bis zum Letzten. Ich habe immer die Frauen verachtet, die mit billigen Lügen operieren. Man muss der Wahrheit ins Auge sehen können, mit allen Konsequenzen. Der Wahrheit? Ich verstehe nicht ganz. Mein lieber Richard, Sie wollen mich schonen, ich weiß. Aber es führt zu nichts. David war ein guter Ehemann, oh Gott. So gut, wie er halt sein kann. Vielleicht wird sie ihn zerbrechen. Aber das müssen wir in Kauf nehmen. Wie wird er reagieren? Man sagt ja, Leiden ist gut für Schriftsteller. Es gibt ihnen Tiefe. Armer, armer David. Nein, nein, nein. Wir dürfen nicht weich werden. Gehen Sie jetzt lieber in den Garten und warten Sie. Warten auf was? Auf mich, Richard. Auf mich. Im Gartenhäuschen. Ich werde bald bei Ihnen sein. Ach Gott, ich dachte, der große Traum der Liebe sei ausgeträumt. Früher hatte ich meine Laufbahn, mein Theater, aber jetzt nichts. Alles war leer und tot. Ich war wie ein zerbrochenes Gefäß. Aber Judith, ich muss mich wirklich für mein Benehmen entschuldigen. Und jetzt sind Sie gekommen. Und alles ist verwandelt. Nein, das ist Zauberei. Das ist Magie. Nie dachte ich, werde ich dieses Wunder noch einmal erleben. Ja, aber Judith, das... Nein, machen Sie es nicht zu schwer für mich. Ich bin fest entschlossen, es gibt nur einen Weg. Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie.
Mama, schau. Sorrel, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, Mama. Ich auch nicht. Es war alles meine Schuld, Mrs. Bliss und Judith. Ich, Nerry, arme, arme Nerry. Aber Mama, du bist doch nicht wirklich so aufgebracht. Aufgebracht? Entsetzt. Aber liebste Mama. Sorrel, sag jetzt nichts. Sag nichts. Wir müssen alle ganz ruhig sein. Aber es war doch gar nichts. Gar nichts? Ich öffne die Tür und was sehe ich? Ich frage Sie, was sehe ich? Es tut mir sehr leid, aber es Schweigen ist einfach Sie. Über... Leichtfertige Entschuldigungen sind jetzt nicht am Platz. Mama, kannst du mal einen Augenblick nicht dramatisch sein? Was heißt dramatisch? Ich versuche die bittere Wahrheit so ruhig wie möglich. Was ist denn daran so bitter? Mein armes, armes Kind. Schluss. Ich liebe Sandy und er liebt mich. Es ist aber auch eure einzige Entschuldigung. Und warum sollen wir uns nicht lieben, wenn wir beide so fühlen? Lieben. Heute Nachmittag war Sandy in mich verliebt. Das war keine richtige Liebe. Und du weißt es. Ich weiß es jetzt. Es tut mir sehr leid. Ihnen hat überhaupt nichts leid zu tun, Sandy. Ich habe mich lächerlich gemacht. Meine Schuld. Mami. Lächerlich. Ich werde alt und je eher ich es lerne, umso besser. Aber Mami. Der Jugend gehört die Zukunft. Du bist so hübsch. Wie heißt du noch gleich? Sorrel. Du bist so hübsch, Sorrel. Und ich bin glücklich darüber. Ich komme mir so gemein vor. Nicht doch, Sandy. Sie sind nur dem Ruf ihres Blutes gefolgt, der Stimme der Liebe. Ich vergebe Ihnen von ganzem Herzen. Dann ist ja alles in Ordnung. Also dieser Ton passt mir nicht, Sorrel. Du scheinst zu vergessen, was ich für ein Opfer bringe. Doch, Mama. Ist nicht so leicht in meinem Alter. Oh, Mami, versteh und verzeih. Verstehen. Bin doch eine Frau, mein Kind. Ich weiß, Mama, aber auch eine Mutter. Sandy, wenn Sie sie wollen, nehmen Sie sie bedingungslos. Vielen Dank, Mrs. Bliss. Sie können mich ruhig auch weiterhin Judith nennen. Judith. Also dann. Gut, Kinder, Schluss mit der Tragödie. Lass uns glücklich sein. Sag noch nichts, Papa. Nein. Wir behalten es für uns. Vielleicht später. Oh, Mama, du bist wundervoll. Unsinn. Jetzt brauche ich ein Aspirin. Ich bin nur ehrlich mit mir selbst. Das hilft. Und hält einen sauber. So, das wäre geschafft. Ja. Und? Stier nicht so vor dich hin. Ich weiß genau, du bist nicht wirklich in mich verliebt. Aber Sorrel! Gib dir keine Mühe. Du weißt es auch. Und ich kann auch sehr gut ohne dich leben. Aber du hast doch gerade deiner Mutter gesagt... Ich habe nur meiner Mutter ein Stichwort für ihre große Szene gegeben. Das machen wir alle hier. Das ist so eine Art ungeschriebenes Gesetz. Meinte sie denn nicht, was sie sagte? Nicht wirklich. Wir alle meinen nicht, was wir sagen. Aber sie war sehr aufgebracht. Naja, sehr angenehm war es ja sicher nicht, als sie uns so sah. Lippe an Lippe. Weißt du, ich glaube, ich hab dich doch lieb. Vor einem Monat hätte ich das auch noch geglaubt, aber jetzt nicht mehr. Ich habe mich entschlossen, erwachsen zu werden. Also, das verstehe ich nicht. Macht nichts. Du bist deiner Stimmung zum Opfer gefallen. Das war's. Wir beide allein in der Bibliothek, die Nachtluft durchs offene Fenster. Irgendwo singt eine Nachtigall. Ich habe nur ein Käuzchen gehört. Naja, auch ein Käuzchen kann ganz romantisch sein. In Grenzen. Du hast mich geküsst, weil du ein netter Kerl bist und ich bin ein nettes Mädchen. Und wir beide mögen dieses Gesellschaftsspiel. Es kam so, wie es kommen musste. Und dann die Überraschung mit Mama und ihre große Szene. Ohne Theater geht's nun mal bei ihr nicht. Sie weiß ganz genau, wir wollen nicht heiraten. Und wir wissen es ebenso genau. Mit anderen Worten, du bist zu nichts verpflichtet. Wenn ich das doch alles bloß verstehen würde. Macht nichts. Komm in die Bibliothek. Sie sehen, wie sich alles zum Höhepunkt verdichtet. Ich muss sagen, Ihre psychologische Führung ist geradezu brillant. Alles klingt so selbstverständlich. Und dabei hatte ich mich mitten in dem Roman ganz verfahren, wenn sie die unehelichen Zwillinge bekommt. Aber ich habe das durch die Einführung eines zweiten Vaters gelöst. Wann werde ich das Buch zu lesen bekommen? Ja, vor allen anderen. Ich schicke Ihnen die Korrekturfahnen. Ich komme mir jetzt schon ganz bedeutend vor. Wollen Sie einen Drink? Nein, danke. Mir ist aber danach. Das können Sie mir auch geben.
Klares Wasser. Bitte. Ich will mir das noch etwas verstärken. Sie sollten Ihre Postskriptums an den Anfang setzen. Wo sind die anderen? Nicht hier. Gott sei Dank. Machen Sie die vielen Menschen nervös? Das kommt auf die Menschen an. Ich muss eine kleine Beichte ablegen. So? Ja. Wissen Sie, warum ich gekommen bin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man Sie eingeladen hat. Das ja, aber... Also? Man hat mich schon einmal eingeladen, vorigen September. Eieiei, da war ich in Afrika. Korrekt. Wie meinen Sie das, korrekt? Ich bin damals nicht gekommen. Ich weiß immer sehr genau, was ich will. Und was ich hier immer wollte, war, Sie kennenzulernen. Sehr schmeichelhaft, obwohl... Meine Bekanntschaft ist nicht sehr lohnend. Ich habe Ihr Buch Der geborstene Stamm gelesen. Und? Hat es Ihnen gefallen? Gefallen? Ich kenne kaum einen besseren Roman. Donnerwetter. Woher wissen Sie so viel über Frauen? Meine Kenntnisse sind sehr oberflächlich. Das sagen Sie, aber das Gegenteil ist wahr. Warum sind Sie eigentlich so nett zu mir? Führen Sie irgendetwas im Schilde? Liebe Güte, sind Sie aber misstrauisch. Ja, wissen Sie, Sie sind eine sehr reizvolle Person und vor denen bin ich immer auf der Hut. Aus Prinzip. Das ist kein sehr gutes Prinzip. Ich will Ihnen etwas anvertrauen, ganz unter uns. Bitte. Sie machen einen Fehler. Wieso? Mit mir. Ich schreibe nämlich besonders schlechte Romane. Lächerlich. Ja, und Sie wissen es. Denn Sie sind eine sehr intelligente Person. Ich weiß nichts. Nochmals. Warum sind Sie so nett zu mir? Weil ich es will. Und warum wollen Sie? Sie sind ein außerordentlich gescheiter und amüsanter Mann. Ausgezeichnet. Und ich glaube, ich habe mein Herz verloren an Sie. Die hauen ab. David! Hallo, jetzt nennen Sie mich schon David. Haben Sie was dagegen? Nicht im Geringsten. Sie sagen das nicht aus Liebenswürdigkeit? Warum sollte ich? Oh, Sie sind ein Zyniker. Sie lachen sich hinterher die Hucke voll über eine schwärmerische Anbeterin. Aber nicht doch dazu. Sind Sie viel zu interessant und viel zu hübsch? Was meinen Sie ehrlich? Soll ich Ihnen beweisen? Mit einem Kuss? Ach, das hätten Sie nicht sagen sollen. Ich habe Ihr Piedestal ein wenig ins Wanken gebracht. Ich werde jetzt wegsehen. Damit Sie wieder hinaufklettern können. Wie geistvoll. Das ist eine Dialogstelle aus meinem neuen Roman. Also? Was also? Sie sind entzückend, verführerisch. Sehnig. Sehnig? Ich bin nicht sehnig. Widersprechen Sie nicht? Sehnig, das klingt affektiert. Sie müssen nicht böse sein. Ich bin nicht böse. Doch, aber gleichzeitig sehr aufregend. Aufregend? Jawohl, und zwar äußerst. Oh, ich höre, wie Ihr Gehirn arbeitet. Tick, 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 sehr komisch. Das war ziemlich grob. Sie waren dauernd grob zu mir. Vergessen Sie es. Warum? Wenn ich jemanden mag, bin ich immer grob. Das heißt, Sie mögen mich. Und wie? Das war nun sehr nett. Aber ich mag nicht Ihre Methoden. Methoden? Was für Methoden? Sie sind viel zu attraktiv, um sich mit Gemeinplätzen abzugeben. Sie sollten nicht immer versuchen, auf alle Fälle geistreich zu sein. Danke. Bitte? Außerdem weiß ich nicht, was Sie mit Gemeinplätzen meinen. Soll ich es Ihnen erklären? Das verhüte Gott. Dann werde ich's. Ich werde nicht zuhören. Sie werden so tun und trotzdem werden Sie jedes Wort hören. Ach, Sie sind wie eine Sphinx, ein Frauenkenner, wie er im Buche steht. Geld? Irgendwie habe ich Angst vor Ihnen. Darling. Nennen Sie mich nicht Darling. Sie gehen zu weit. Ich meine nicht weit genug, nachdem Sie mich seit einer Stunde bezirzen wollen. Ihre Einbildung ist empörend. Also Einbildung?
Sie haben mit mir geflirtet wie ein Bataillon von Amazonen, nachdem Sie eine kleine, hübsche Intrige inszenieren wollen. Was erlauben Sie sich? Mayra. Süße, Mayra. Rühren Sie mich nicht an! Wissen Sie was? Intrigieren wir. Ich war nur so widerborstig, weil ich den Dingen gerne auf den Grund gehe. Aber wenn ich ihn habe, ihn gern wieder verliere. Ist auch aus Ihrem neuen Roman, was? Naja, spielen Sie nicht die Unberührbare. Lassen Sie meine Hand los. Sie sind hinreißend. Lassen Sie meine Hand los, sage ich. Will nicht. Sie werden. Du bist das Süßeste. David. Ich muss schon sagen, das ist eine der angenehmsten Beschäftigungen. Verzeihung, wenn ich störe. Haben wir Schokolade im Haus? Schokolade? Nein, Baby. Ich werde jetzt alles für ein Stück Schokolade geben. Das ist eine sehr peinliche Situation. Ja, scheußlich. Wir müssen uns darüber unterhalten, alle drei. Ich denke gar nicht daran. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Du musst mir vergeben. Judith? Nichts davon, ich verstehe. Bitte, David, lass meine Hand los. Ich will auf mein Zimmer. Sie bleiben hier, wie sich's gehört. Brauchen wir eine Szene? Ich? Niemals. Nur Ordnung schaffen will ich. Ja, dann bitte. Juni war immer mein Unglücksmonat. Sehen Sie, Judith, ich will Ihnen erklären. Ich brauche weder Erklärungen noch Entschuldigungen. Das ist alles so billig. Was geschehen ist, musste geschehen. Jeder kommt einmal dran, früher oder später. Die Hauptsache ist, Ruhe bewahren. Ja, ich bewahre. Unter Garantie. Man kann auch zu viel Ruhe bewahren. Pardon? Das Schicksal hat mir einen neuen Schlag versetzt, aber ich werde ihn zu ertragen wissen. Ja? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, das Schicksal hat mir einen neuen Schlag versetzt, aber ich werde ihn zu ertragen wissen. Der Blödsinn. Du bist verärgert, mein Schatz, weil du im Unrecht bist. Das wäre nicht das erste Mal. Jetzt hör mal zu. Psst, lass mich reden, das ist mein gutes Recht. Ist sie nicht ein Warum? Ich bin die geschädigte Partei, vielleicht nicht. Geschädigt? Jawohl, und zwar erheblich. Geschädigt? David, du versuchst, dich mit wenig Würde aus der Affäre zu ziehen. Na Gott, nochmal so alles Quatsch, ausgemachter Blödsinn. Würde, David. Ich fühle seit einiger Zeit, dass du mich irgendwie nicht mehr begehrst. Was heißt irgendwie? Was heißt begehrst? Ja, du weißt schon. Irgendwie, hm? Tragisch, aber unvermeidlich. Ich werde eben alt. Männer altern nicht so schnell wie Frauen. Innerhalb von ein paar Jahren. David ist erstaunlich jung geblieben. Wahrscheinlich, weil er weniger Verantwortung hatte als ich. Ist doch alles hysterischer Unsinn. Nein, Mayra, sie hat recht. Was sollen wir tun? Tun? Gar nichts. Liebst du sie, David? Wahr und wahrhaftig. Wahnsinnig. David. Ach, du glaubst, ich habe nur geflirtet. Hast du nicht gemerkt, wie meine Schnodderigkeit nur eine Maske war, hinter der sich meine wahren Gefühle verbargen? Wie ich meine Leidenschaft nur mit Gewalt im Zaume hielt? David, aber... Wusstest, Liebster, die Stunde ist gekommen, da sich unsere Wege scheiden. Was soll denn das nun wieder heißen? Also ich bin nicht die Frau, die einen Mann gegen seinen Willen zu halten versucht. Sie machen beide aus einer Mücke einen Elefanten. David liebt mich nicht wahnsinnig und ich liebe ihn nicht. Das ist doch. Sie lieben ihn. Ich sehe es an ihren Augen, an jeder ihrer Bewegungen. Ich gebe sie dir rückhaltlos, David. Und aus freien Stücken. Aber wir müssen alle Freunde bleiben für alle Zeit. Judith, ist das dein Ernst? Du weißt es, liebst. Wie können wir dir das je danken? Indem ihr glücklich seid. Ich werde dieses Haus bald verlassen. Die Erinnerung an all die Vergangenheit dürfte etwas schmerzlich sein, besonders im Herbst. Hören Sie, Judith. Oktober ist so ein trauriger Monat in England. Am besten gehe ich wohl ins Ausland, vielleicht nach Italien. In eine kleine Pension mit einem Garten voller Zypressen. Zypressen sind meine Lieblingsbäume. Naturgewordene Melancholie. Und die Kinder? Wir werden einen Modus finden. Du erhältst natürlich die Hälfte meines Einkommens.
bist sehr großzügig, Liebster. Ja, und du hast dich wundervoll verhalten. Wir stehen vor einer großen Krise in unserem Dasein. Es ist dir zu danken. Judith, lassen Sie mich reden. Ich muss... Wir sind es, Judith, schuldig, unsere Gefühle Herr zu bleiben. Nein, jetzt keine Szene. Sie war so herrlich tapfer, sich wundervoll verhalten. Wir dürfen es nicht schwerer machen, als es ohnehin ist. Gehen wir in den Garten? Ich will nicht in diesen albernen Garten. Gehen Sie, ich bin am Ende meiner Kräfte, glaube ich. Das also? Ist das Ende? Es ist das Ende, Liebste. Mama, Mama, ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. Was? Wo ist Sorrel? In der Bibliothek leider. Sorrel! Sorrel, komm schnell, eine große Neuigkeit! Du bist ja so aufgeregt, mein Junge. Was gibt's denn? Ja? Was ist denn das für ein Geschrei? Herrgott, schaut doch nicht alles so verregnet rein. Ich bin so glücklich. Glücklich? Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Jackie ist ertrunken. Nein, Jackie ist nicht ertrunken, im Gegenteil. Simon, möchtest du dich etwas klarer ausdrücken? Jackie! Jackie! Wir haben uns verlobt. Ich hab sie nicht alle. Simon, alles ist zu viel. Warum weinst du denn, Mama? Alle meine Pferdchen verlassen den Stall. Mir bleiben nur noch meine Erinnerungen. Jackie, kommen Sie. Geben Sie mir einen Kuss. Versprechen Sie mir. Machen meinen Jungen glücklich. Ja, aber Mrs. Bliss... Nicht noch ein Wort. Ein Mutterherz fühlt alles. Aber es ist doch gar nicht wahr. Ich weiß, mein Kind, ich weiß. Sie wollen mich schonen. Ich werde Ihre Gefühle nicht schonen, Judith. Und die der anderen auch nicht. Sie sind alle hier die grässlichsten Heuchler, die man sich vorstellen kann. Dieses Haus ist der perfekte Brutplatz für falsche Gefühle. Sie sind samt und sonders verlogene Egoisten. Mit einem Wort, ihr kotzt mich an! Myra! Sei endlich still. Seit einer halben Stunde versuche ich das zu sagen. Und jedes Mal, wenn ich nur den Mund aufmache, bringt mich ein neuer Knalleffekt aus ihrem Schmierenrepertoire zum Schweigen. Sie wissen alle nicht, was ein wahres Gefühl ist. Ihr seid so verquast, dass einem Angst wird. Schade, dass Sie jeder Bühne Adieu gesagt haben, Judith. Da gehören Sie hin und nicht unter normale Menschen. Aber jetzt ist Schluss. Sie können brüllen und röhren, so viel wie Sie wollen. Brüllen und röhren? Das möge Ihnen der Himmel verzeihen. Und noch ein. Jetzt ist aber genug. Ein Gesellschaftsspiel, das zu Ende gespielt werden muss. Pardon, Mama, ich meine... So viele Träume ausgeträumt. Illusionen in Staub. Wirbelwind der Liebe ist mein ganz großer Durchfall. Du und Victor. Entsetzen. Weg. Ist das nicht Kleine Solche? Sie weint. Sie wird noch mehr weinen, das arme Kind, wenn ihr klar wird, dass ihre Mutter eine... Sag es nicht. Victor, nicht dieses Wort. Ich habe dir doch alles gegeben, was Leben lebenswert macht, mein Junge, mein Reife und jetzt mein Kind. Willst du mir Herz aus Leib reißen? Es ist schrecklich, dass Männer wie du Menschheit vergiften. Du hast mein Leben in Stücke geschlagen. Was? Wo soll ich hin? Wer kann mir jetzt noch helfen? Ist das wahr? Antworte mir, ist das wahr? Ja. Du gemeiner Kerl! Schlag ihn nicht! Er ist dein Vater! Sie haben mich zu Tode erschreckt. Warum?
Augenblick. Nun weinen Sie doch nicht. Bitte. Ich weine ja nicht. So kann man es auch nennen. Dieses Haus, es geht mir auf die Nerven. Es wundert mich nicht nach den gestrigen Erfahrungen. Was haben Sie eigentlich in der Bibliothek gemacht? Mich versteckt. Wollte der Familie entgehen. Ach, wäre ich nur nicht hergekommen. Ich hatte eine fürchterliche Nacht. Mit all diesen chinesischen Drachen, die da über die Tapete krochen. Was für Drachen? Naja, ich wohne doch im chinesischen oder japanischen Zimmer. Was auch immer. Alles ist asiatisch. Sogar das Bett. Traumvoll. Ich glaube, die haben hier alle einen weg. Mir schwant auch sowas. Glauben Sie, die sind wirklich verrückt und wissen es? Die wirklich Verrückten halten sich immer für völlig normal. Stellen Sie sich vor, Mr. Bliss lädt mich ein, ich komme her und er kümmert sich überhaupt nicht um mich. Kaum, dass ich ankomme, gehe ich in sein Arbeitszimmer und wissen Sie, was er sagt? Heiliger Bimbam, wer sind denn Sie? Wie, er hat Sie gar nicht wiedererkannt? Erst viel später. Dann hat er mich heruntergeführt und damit war der Fall dann für ihn erledigt. Sagen Sie, haben Sie sich wirklich gestern mit Simon verlobt? Nein, ich hoffe nicht. Aber gestern waren Sie es. Sie auch, mit Sorrel. Ja, nicht wirklich, wir haben die Angelegenheit nur ventiliert. Ich weiß nicht, wie das alles kam. Ich war mit Simon im Garten, er war sehr lieb zu mir. Plötzlich küsst er mich, lässt mich stehen, rennt ins Haus und schreit, wir sind verlobt. Und diese abscheuliche Person von seiner Mama sagt dann auch noch, ich soll ihn glücklich machen. Genau wie bei Sorrel und mir. Judith hat uns einfach ihren Segen gegeben, ehe wir nur wussten, wo wir waren. Wie peinlich. Trotzdem mag ich Sorrel. Sie hat sich hinterher sehr nett benommen. Tu mir nichts, sie ist ein Biest. So? Na, denken Sie nur, wie wütend sie wurde bei diesem albernen Gesellschaftsspiel. Trotzdem ist sie vernünftiger als die anderen. Dazu gehört ja auch nicht viel. Ja. Wie bitte? Entschuldigung, ich habe einen Schluck auf. Halten Sie den Atem an. Kommt davon, wenn man sein Frühstück so runterschlingt. Solange Sie können. Ich zerplatze. Zucker mag ich nun gar nicht. Ach, wer hat hier Schluck auf? Sie oder ich? Ich weiß, es ist grässlich. Aber das ist es. Sie wissen, man kann daran sterben. Sehr ermutigend. Jawohl, meine Tante hatte Schluck auf. 3 Tage ohne Unterbrechung. So was gibt's? Und kein Arzt konnte ihr helfen. Hoffentlich hört meiner bald auf. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Trinken Sie Wasser verkehrt. Was heißt verkehrt? Von der falschen Seite. Um Himmels Willen, welches ist die richtige? Sehen Sie so. Oh, verflucht, hier ist kein Wasser. Ach was, Kaffee tut's auch. Ja, und weiter? Jetzt drehen Sie die Tasse um und trinken von der anderen Seite. Das kann ich doch nicht, ich bekleckere mich. Psst, jemand kommt, schnell in die Bibliothek. Vergessen Sie den Zucker nicht. Schon wieder. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind wir die Ersten? Sieht mir nicht danach aus. Ein Wolkenbruch. Tropischen Ausmaßes. Wo ist das Barometer? Die Reste davon sind auf dem Flügel. Ich habe es nur kurz angetippt und schon fiel es hinunter. Typisch für dieses Haus. Was essen Sie? Eine Seezunge. Hm, nehme ich auch. Ich kann heute Morgen nicht für mich selber denken. Haben Sie schon jemanden gesehen? Nein. Na, dann können wir wenigstens in Ruhe frühstücken. Waren Sie ja schon früher zum Weekend? Zum ersten und zum letzten Mal. Ich fühle mich gar nicht wohl heute Morgen. Es tut mir leid, aber es überrascht mich nicht. Mein Zimmer liegt nämlich direkt über der Heizung. Auch das noch. Und das Fenster klemmt. Ich konnte es nicht öffnen, ich wäre fast erstickt. Dazu röhren die Wasserleitungen die ganze Nacht. Zucker fehlt. Oh. Da sollte man läuten. Versuchen Sie es, ob jemand kommt, ist eine andere Frage. Ob die Familie im Bett frühstückt? Wenn überhaupt, bestimmt. Merkwürdige Menschen, nicht wahr? Um es sanft auszudrücken. Na und? Wir haben keinen Zucker. Auf einmal? Ich habe ihn selber auf den Tisch gestellt. Dann finden Sie ihn vielleicht. Komisch. Ich könnte auf die Bibel schwören, dass ich ihn hereingebracht habe. Das wäre dann ein Meineid. Was? Ach so.
Jemand muss ihn gestohlen haben. Das wäre merkwürdig. Würden Sie uns bitte etwas Zucker aus der Küche bringen? Kann ich. Aber lassen Sie sich's gesagt sein. Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Clara gehört ins Theater, nicht in die Küche. War sie die Gardobiere von Judy? Natürlich. Wie erklären Sie sich sonst ihr Benehmen? Sie macht aber einen ganz gutartigen Eindruck. Dieser Fisch ist nicht frisch. An der Grenze der Bedenklichkeit. Da. Recht herzlichen Dank. Schade, dass es regnet. Sonst könnten Sie fischen gehen. Was ist denn das? Was machen Sie denn hier drin? Guten Morgen. Wir haben eine Tasse kaputt gemacht. Mit Kaffee darin? Ja, eine ganze Menge. Gerechter Gott, und alles über den Teppich. Das war alles meine Schuld, es tut mir schrecklich leid. Ja, wie ist denn das passiert? Sehen Sie, er hatte Schluck auf und da zeigte ich ihm, wie man verkehrt herumtrinkt. Idiotisch. Aber mein Schluck auf ist weg. Wahrscheinlich von dem Schreck. Es regnet in Strömen. Seit dem frühen Morgen. Myra? Ja? Was haben Sie vor? Ich meine heute. Nichts, außer mich schnellstens nach London abzusetzen. Ist es Ihnen recht, wenn ich mitkomme? Ich glaube kaum, noch einem gestern gewachsen zu sein. Ich auch nicht. Machen wir uns so schnell wie möglich aus dem Staube. Ist es nicht ein wenig unerzogen, wenn wir alle verschwinden? Das finde ich auch. Sie und Miss Corriton müssen bleiben. Ich sehe nicht ein, warum. Dem Blissens ist es doch ganz wurscht, ob wir bleiben oder nicht. Das ist Ihre Meinung. Auf jeden Fall müssen Sie Richard und mich erst einmal abfallen lassen. Läuten Sie bitte. Wenn Sie nur nicht gerade jetzt alle herunterkommen. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, das ist eine so verschlampte Familie. Die liegen sicher bis Mittag im Bett. Brauchen Sie lange zum Packen? Nein, nur ein paar Minuten. Was ist es nun? Wissen Sie, wann der nächste Zug nach London geht? Wieso? Sie wollen doch nicht weg? Doch, Mr. Gratham, ich muss mittags wieder in London sein. Den 10.15 Uhr haben Sie schon versäumt. Ist mir klar, nachdem es bereits 10.20 Uhr ist. Und dann ist da keiner bis 12.30 Uhr. Ach du lieber Gott. Und der hält an jeder Station. Wissen Sie was? Ich nehme Sie in meinem Wagen mit nach London, sobald Sie fertig sind. Oh, Sie sind mit dem Auto da? Ja. Hätten wir da nicht alle Platz? Sie sagten doch gerade, wir könnten unmöglich alle abhauen. Sie und Mr. Gratham sollten die Mittagssuppe nehmen. Wäre noch schöner. Wenn Sie genügend Platz hätten, wären wir natürlich sehr dankbar. Wenn wir uns alle ein bisschen quetschen, dann geht's. Das geht in Ordnung. Wann fahren wir? Sobald alle fertig sind. Myra, wie viel Trinkgeld geben Sie Clara? Ich weiß nicht. Was denken Sie? Ich habe die Person ja kaum zu Gesicht bekommen. Existiert noch ein Zimmermädchen oder sonst wer? Ich glaube nicht. Sind 10 Schilling genug? Pro Kopf? Zu viel. Am besten geben wir 30 Schilling für uns alle. Einverstanden. Wollen Sie sie ergeben und wir verrechnen dann im Wagen? Muss ich? Sie müssen. Läuten Sie bitte. Sie würden das viel besser machen. Würde ich nicht. Kommen Sie packen. Gemacht. Hey, nicht ausknallen. Ich will noch mal schnell nach dem Wagen schauen. Treffpunkt hier in 10 Minuten. Einverstanden? In 10 Minuten. Na nun? Alles verschwunden? Sie machen sich fertig. Mr. Tyrrell nimmt uns alle in seinem Wagen mit. Bisschen plötzlich, was? Hier, Clara. Von uns allen und vielen Dank. Und das ist aber nett von Ihnen. Ist ja gar nicht so viel Arbeit. Na, nach Betten machen Sie wir und das läppert sich zusammen. Man gewöhnt sich an alles. Ja, dann. Auf Wiedersehen, Clara. Ich wünschte, hier wären alle so nett wie Sie. Oh. Clara? Sind die Zeitungen schon da? Weiß nicht. Werd nachsehen. Hier. Und wo ist mein Orangensaft? Draußen, wie immer. Morgen, Mama. Hör zu. Unter dem Premierenpublikum bemerken wir auch Miss Judith Bliss, bezaubernd wie immer. Ja, Mama. Hattest mal einen guten Abend. Danke. Da, mein Herzblatt. Hast du schon den Observer gelesen? Nein, nur die Times. Ach, das ist nichts gegen den Observer. Judith Bliss strahlt in allen Facetten ihrer Schönheit. Der liebe Observer, so eine sympathische Zeitung. Also wer noch Kaffee will, muss schreien. Ich möchte zu gern auf einer Südseeinsel sein. Mit
Palmen und Kokosnüssen und Schildkröten. Schildkröten? Wie grässlich. Ja, die gehören doch dazu. Apropos grässlich, wo sind eigentlich unsere Gäste? Ach, diese junge Person, die immer so gerne meine Rollen spielen möchte. Ach, sie hat einen Durchfall gehabt. Wie schade. Oh, Mama, du hast so ein gutes Herz. Guten Morgen, Mama. Da, schau. Entzückend. Wann hast du denn das gemacht? Heute Morgen im Bett. Also, was ich für einen begabten Jungen habe. Na, komm, komm, komm. So toll ist nur auch wieder nicht. Wenn ich an euch denke, als ihr noch klein wart, im Kinderwagen, kommen mir wirklich die Tränen. Mama, du hast uns doch nie im Kinderwagen gesehen. Na, magst du vielleicht recht haben. Ich bin fertig. Womit? Mit meinem Roman. Ach, herrlich. Du musst ihn gleich mal vorlesen. Ich habe das letzte Kapitel hier. Guten Morgen. Dieser junge Mensch kommt mir irgendwie bekannt vor. Also, ihr erinnert euch an die Stelle, wenn Viola plötzlich krank wird in Paris. Na, natürlich, natürlich. Gib mir mal die Marmelade. Also von da ab. Ja. Paris. Und die Butter, bitte. Paris im Frühling. Über den belebten Champs-Élysées tanzt die Sonne. Kinder in leichten Kleidchen, wie angemalte Schmetterlinge. Was ist denn mit dem Barometer passiert? Woher soll ich das wissen? Verfluchte Barometer. Musst du mich unterbrechen? Ärger dich nicht, mein Liebling. Simon, kannst du nicht für ein paar Minuten deinen Mund halten oder dich verflüchtigen? Eine Anwesenheit nicht erwünscht ist, bitte. Also, unterbrich mich nicht mehr, wie angemalte Schmetterlinge. Die Straßen waren vollgepackt mit eiligen Autos. Und überall erklang das blecherne Tüt-tüt-tüt-tüt der Taxis. Tüt-tüt-tüt-tüt. Ist entzückend, Papa. Und dass ich mit dem allgemeinen... mit dem allgemeinen Lärm zu einer Geräuschkulisse vereinigte. Das war Paris. Was war Paris? Das. Ja, ich meine, was? Eine Geräuschkulisse. Ja, ich verstehe. Aber was war Paris? Herrgott, symbolisch gesehen eine Geräuschkulisse. Ah, jetzt verstehe ich. Was ist eine Geräuschkulisse? Jane Sefton brauste in ihrem scharlachroten Hispano-Suiza aus der Rue Saint-Honoré in den Place de la Concorde. Das konnte sie nicht. Warum nicht? Weil die Rue Saint-Honoré nicht in den Place de la Concorde führt. Und wie sie das tut? Du verwechselst sie mit der Rue Boissy d'Anglas, Papa. Ich verwechsel nie etwas. Du verwechselst dauernd etwas. Du glaubst, ich kenne Paris nicht ebenso gut wie du. Lass doch, Papa hat wahrscheinlich recht. Er hat nicht recht. Natürlich habe ich recht. Sei doch nicht so empfindlich, du. Das ist ein Zeichen des Alters. Jane Sefton brauste in ihrem scharlachroten Hispano-Suiza aus der Rue Saint-Honoré in den Place de la Concorde. Das klingt einfach lächerlich. Und wer braust schon, wenn er einbiegt? Du, das musst du ändern. Im Gegenteil, es klingt nicht lächerlich. Dann bring mir einen Stadtplan von Paris. Wir haben keinen. Bitte, bitte, schau her. Judith, hier ist die Rue Royale, ja? Mhm. Und hier ist das Hotel Crillon. So, und hier ist die, lass das sein. Und hier läuft die Rue Saint-Honoré. Nein! Das ist die Rue Boissy d'Anglas. Nein. Die läuft parallel zur Rue de Rivoli. Du verwechselst aber auch alles. Ich verwechsel nicht alles. Schrei doch nicht, du weißt, ich hab recht. Lass doch Papa weiterlesen. Ich kann keine Kritik vertragen, typisch für kleinkarierte Menschen. Wer ist hier kleinkariert, hm? Du hast nötig. Nur noch so eine Bemerkung und ich gehe nach oben. Warum nicht gleich? David. Schau, Papa. Mama hat recht. Hier ist halt der Plastik. Das ist von nichts eine Ahnung. Ungebildet wie ein Frosch. Warum ein Frosch? David, ich schwöre dir, bei allem, was mir heilig ist, du irrst dich! Ich kümmere mich einen Dreck darum, was dir heilig ist, ja. Denn ich weiß, ich habe recht. Es hat keinen Zweck, sich mit Papa zu streiten. Darf man fragen, warum? Weil die beide so dickköpfig sind. Gestattest du deinem Sohn, mich derart zu beleidigen, Judith? Das ist ja auch schließlich dein Sohn, nicht wahr? Ich beginne langsam daran zu zweifeln. Kannst du Mama nicht so beleidigen? Das ist das letzte Mal, dass ich euch etwas vorgelesen habe, ich schwöre es.
Ihr interessiert euch überhaupt nicht für meine Arbeit, ob ich Erfolg habe oder nicht. Wenn das Buch so voller Ungenauigkeiten ist, wird es bestimmt ein Reinfall. Ich bin nicht ungenau. Du bist es und schlecht gelaunt und verwöhnt. Verwöhnt? Ich möchte wissen, wer mich hier verwöhnt. Ich bemühe mich krampfhaft, mit euch unerträglichen Menschen zusammenzuleben. Warum lebst du denn nicht woanders? Das ist der Dank, den man erntet. Dank? Wofür? Mama, beruhige dich doch. Nein, ich will mich nicht beruhigen. Ich bin wütend. Worüber? Nachdem wir nichts anderes tun, als den ganzen Tag um dich herumscharwenzeln, um dir zu sagen, wie wundervoll du bist? Das bin ich auch, weiß Gott. Wenn ich an die Jahre denke, die ich mit dir verbracht habe. Du musst dich jetzt beruhigen. Setz dich und sei still. Steh ich so mit deiner Mutter zu reden? Meine Tochter, mein eigen Fleisch und Blut wendet sich gegen mich. Werd nicht theatralisch. Theatralisch ist verbitten. Was meinen tiefen Herzen verwundet? Ausgemachter Blödsinn. Blödsinn? Das verbitte ich. Ich wiederhole, Blödsinn, ausgemachter noch dazu. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Sag dich, was sage ich niederträchtig. Nieder. Mir schwant etwas. Sie sind alle fort? Also sehr schlecht erzogen. Die Leute benehmen sich heutzutage. Also ich muss schon sagen. David, komm, lies weiter. Bin schon so gespannt, was jetzt passiert. Jane Sefton braust in ihrem scharlachroten Hispano Suiza aus der Rue Saint-Honoré in den Place de la Concorde. Es war das Neueste. Das neueste Modell hatte 120 PS, cremefarbene Schweinsledersitze und außen liegende, handverchromte Kompressorröhre. Stimmt ganz genau. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Und den unnachahmlichen, röhrenden Kamm, den nur ein hispanischer Schiffer aufzuweisen hat. Und außen liegende, handverchromte Kompressorröhre, stimmt ganz genau, bitte unterbrechen Sie mich nicht. Und den unnachahmlichen, röhrenden Kamm, den nur ein hispanischer Schiffer aufzuweisen hat. Nein, bitte unterbrechen Sie mich nicht.